Ob von zu Hause oder live hier im Rottek, wir freuen uns ganz besonders, Sie heute zum 5. Gespräch unseres Kurses begrüßen zu dürfen. Hier in Freiburg führt eigentlich kein Weg am Rad vorbei. Wir hoffen, auch Sie sind heute zu uns geradelt. Wir, das sind zu meiner Rechten Lotte, passionierte Schönwetterradlerin und Schulsportvermeiderin. Mit der Tour de France kann sie irgendwie gar nichts anfangen. Kein Wunder bei den französischen Noten. Links neben mir steht Asra. Ihr Fahrrad hat immer dann einen Platten, wenn sie mal wieder die erste Stunde Deutsch verschlafen hat. Zufall? Sportlich an ihr ist, naja, ich würde sagen, der Style. Unser Gast ist Müllbotschafter von Freiburg und nein, es ist nicht die Schwarz-Weiß-Drag-Queen Betty Barbecue. Obwohl seine Dienstklamotten diesen Sommer auch rote Beulen zeigten. Denn er hat ganze 9 Tage das Bergtrikot der Tour de France getragen. So lange wie noch kein Deutscher vor ihm. Und gilt als Meisterstratege der Rennradfahrer. Wen wundert's, er ist seit 13 Jahren im Profigeschäft. Außerdem passionierter Veganer und Bartträger. Begrüßen Sie mit einem Champs-Élysées-Schlusssprint-würdigen, nicht vom Fahrtwind gebremsten, aber definitiv von Adrenalin gedopten Applaus, Freiburgs bekanntesten Radfahrer, Simon Geschke! Guten Abend, Herr Geschke. Herzlich willkommen hier bei uns am Rottek. Dankeschön. Herzlich willkommen. Sind Sie denn mit dem Fahrrad gekommen oder mit Ihrer Schwalbe? Heute mit der Schwalbe. Wie klimaneutral ist sie denn? Gute Frage. Also ist kein E-Roller, sagen wir es mal so. Aber für Fahrrad war es, die brauchte eine Testfahrt. Die kommt frisch aus der Werkstatt. Ich gedacht, ich verbinde das mal. Guter Anlass. Ja. Die hat sie ja geschafft, auf jeden Fall. Wir dachten uns, wir starten mit einem Radler für den Radler. Möchten Sie als mit oder ohne Alkohol? Gerne mit. Dann schließen wir uns an, ausnahmsweise natürlich. Off-Season gerade bei mir. Das freut uns. Worauf möchten Sie denn heute mit uns anstoßen? Ich würde sagen, auf ich gebe Ihnen das erste Mal nach. Wie wäre es denn mit der 10. Tour de France oder mit 10 Jahren Freiburg? Beides. Beides ist eine gute Idee. Ja, cheers. Cheers. Ja, und ich war seit 18 Jahren nicht mehr an einem Gymnasium. Apropos ein Radler für den Radler. Heute am 12.11. begehen wir tatsächlich den bundesweiten Tag der schlechten Wortspiele. Bei welchem Wortspiel sind Sie raus? Sie dürfen gerade zu mir auf die Seite kommen, damit wir uns die Antwortmöglichkeiten anschauen können. Ist es... Entschuldigung! Ist es A. Okay. Egal, wie gut du fährst. Züge fahren Güter. Kannte ich noch nicht. Oder B. Wie nennt man einen russischen Veganer? Einen Moskauer. Oder doch lieber C. Ich glaube, die Ampel ist in mich verliebt. Immer wenn ich komme, wird sie rot. Oder doch D, unser persönlicher Liebling, egal wie leer du bist. Manche hier sind Lehrer. Sind mir tatsächlich alle neu? ich wähle B. Sind denn Russlandwitze momentan erlaubt? Ich denke, Witze sollten immer erlaubt sein, oder? Haben Sie denn auch ein eigenes Lieblingswortspiel, was auch genauso schlecht ist? Boah, jetzt so spontan fällt mir ehrlich gesagt nichts ein, aber ich kenne sehr viele dumme Sprüche, das gebe ich zu. Kein Problem, wir gehen einfach weiter. Kartoffelbrei auf Ölgemälden von Monet und erschwerte Lebensrettungsaktionen. Die letzte Generation sorgt gerade für ganz viel Wirbel. Bei welchem der folgenden Zitate stimmen Sie denn zu? Die Entstehung einer Klima-RF muss verhindert werden. Das sagte Alexander Dobrindt, CSU-Abgeordneter.
Oder doch lieber B, das schadet der Sache, von unserem Wirtschaftsminister Robert Habeck? Oder doch lieber C, ziviler Ungehorsam stammt am Anfang fast jeder politischen Bewegung. Das sagte Jürgen Trittin, grünen Urgestein und Mitglied des Bundestags. Oder doch D, frei nach Olaf Scholz. Ja, also ist für mich eigentlich eine ziemlich klare Sache. Am ehesten stimme ich Jürgen Trittin C zu. Ja. Wo man, wer nichts sagt, sagt nichts Falsches. Also von daher clever von Olaf Scholz auf jeden Fall. Ja. Carla Roche, eine Sprecherin der letzten Generation, meinte, sobald ein Tempolimit von 100 km/h und das 9-Euro-Ticket eingeführt werden würde, würden sie mit Protesten aufhören. Sollte es das nicht eh schon längst geben? Tempolimit ja. Ich bin gestern erst auf der Autobahn unterwegs gewesen und ist halt in Deutschland sehr unentspannt, das Fahren. Ist in anderen Ländern wie Frankreich zum Beispiel deutlich angenehmer mit Tempolimit. Da ist aber auch deutlich weniger Verkehr. Was war das erste statt Tempolimit? 9-Euro-Ticket. 9-Euro-Ticket. Habe ich jetzt persönlich nicht genutzt, aber ist definitiv auch eine gute Sache. Also das eine spielt ja auch mit dem anderen zusammen. Also wenn man weniger Autoverkehr möchte, denke ich, sollte man die Alternativen einfach schaffen. Und Bahnfahren ist halt auch immer noch eine sehr unangenehme Sache. Also mache ich auch oft und ist nicht immer schön. Ja. Olaf Scholz wurde von den Klimaaktivistinnen eingeladen zu einem Gespräch, aber er ist dieser Einladung nicht gefolgt. Was sagen Sie denn dazu? War das ein Fehler? Ja, gut, ist halt die Frage, wie die äußeren Umstände da sind. Ich finde halt, in der heutigen Zeit ist es definitiv das Wichtigste, worum man sich als Politiker kümmern sollte. Ja. Oder mit das Wichtigste. Es hat natürlich, Bundeskanzler hat man natürlich viele wichtige Sachen zu tun. Aber ich glaube, das, was die meisten Leute zurzeit beschäftigt und nicht nur eure Generation, sondern auch meine und sicherlich auch viele ältere Leute. Also ich weiß auch, dass meine Eltern zum Beispiel, und die sind nun schon wirklich schon sehr, sehr viel älter. Und ja, also ich denke, es beschäftigt sehr viele Leute und die Folgen werden ja auch immer spürbarer, mehr als es vor 10 oder vor 20 Jahren war. Und ja, also auf jeden Fall ein Fehler, das zu ignorieren. Klar kann man nicht jeder Einladung nachkommen, wenn man jetzt Olaf Scholz ist, ja. Aber man sollte sich der Sache auf jeden Fall annehmen, sonst, ja, um auf Wortspiele oder Sprichworte zurückzukommen, wer nicht mit der Zeit geht, wird mit der Zeit gehen. Das stimmt natürlich. Für was oder wen lohnt es sich denn? Für was oder wen lohnt es sich denn Ihrer Meinung nach, sich festzukleben? Ja. Gut, klar, also ich finde, die Klimabewegung ist eine wichtige Sache. Es gibt viele wichtige Sachen. Mir persönlich zum Beispiel, was auch ein bisschen mit Klimaschutz einhergeht, Tierschutz wichtig. Da finde ich es halt, also dafür würde ich jederzeit auf die Straße gehen, wenn die Zeit da ist. Ja, ich denke mal, also natürlich ein sehr sensibles Thema. Jeder hat so sein rotes Tuch, wo er ein bisschen leidenschaftlicher wird, vielleicht in der Diskussion. Und klar, also zurzeit sind es halt die Klimaproteste, die absolut berechtigt sind und ja, wo einfach noch politisch so viel Potenzial ist, was verbessert werden kann. Und ich kenne mich jetzt auch nicht super gut aus mit allen aktuellen politischen Entscheidungen. Ja, ich bin halt doch nur ein Sportler. Aber klar, also das wäre für mich jetzt wäre das eine sehr Sache, die wichtig ist, ja. Gut, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Welche Schlagzeile dürfte Ihrer Meinung nach nächste Woche nicht fehlen? Ist es A, Elon Musk verkauft Twitter und seine Raketenflotte, er investiert jetzt lieber in den Schutz des Regenwaldes? Oder B, Katar verkündet, es soll bei der WM nur noch Schiedsrichterinnen geben? Oder C, Donald Trump versteigert sein Toupet, um von dem Erlös in einen indischen Ashram überzusiedeln? Oder D, China unterstützt ab sofort Amnesty International mit 2% des BIP. Wow. Also lesen würde ich natürlich alles gerne. Ja.
Ja, also das, was glaube ich den meisten gerade ein Dorn im Auge ist, würde ich sagen, ist die Fußball-WM oder was gerade die meisten Schlagzeilen, zumindest in meinem Twitter-Feed hat. Von daher würde ich sagen B, das würde mich ja Schauen Sie denn die WM? freuen. Ich glaube nicht. Also nicht nur wegen Katar, sondern ich habe davor auch selten Fußball-WM geguckt. Die Deutschlandspiele schon ab und an. Aber gut, jetzt vielleicht öfter, wenn es im Winter ist. Aber während der im Sommer hatte ich da immer so viel zu tun irgendwie, ja. Was halten Sie denn von einem Boykott? Wie würde ein Boykott aussehen? Also kein Public Viewing, wie es Freiburg jetzt macht zum Also Beispiel, so oder? im persönlichen Raum, jeder schaltet einfach aus. Ja, ich weiß nicht, ob das dann die Richtigen erreicht. Ich glaube halt, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen mit der WM-Vergabe. Ich glaube, wenn man jetzt persönlich sagt, man schaut sich jetzt die WM deswegen nicht an, ich glaube, man hätte halt einfach schon vor 10 Jahren irgendwie dagegen auf die Straße gehen müssen oder sich dagegen stark machen müssen. Und jetzt, wo das Event schon kurz vor der Tür steht, ist es, denke ich, meiner Meinung nach schon zu spät. Und da sollte halt jeder für sich selbst entscheiden, ob er es sehen will oder nicht. Ich glaube, für viele Fußballfans ist die WM halt ein Riesenhighlight. Ja, ich gucke halt fast jedes Radrennen im Fernsehen und also mir würde es halt auch wehtun, wenn es jetzt heißt, ich darf jetzt nächstes Jahr Paris-Roubaix oder so nicht gucken. Das ja, wäre schwer für mich auf jeden Fall. Ist halt auch nachvollziehbar, wenn man da wirklich Fan geht. Was ich gut finde, ist halt, dass es halt nicht noch mit Public Viewing oder in den Kneipen groß zelebriert wird. Und ja, aber persönliche Entscheidung muss, glaube ich, jeder für sich selbst treffen dann. Dann sind wir auch schon bei der letzten Frage angelangt. Welcher Tag dieser Woche ist der bedeutendste für Sie? Ist es A. 9.11. Tag des Mauerfall, ein wichtiger Tag für Sie und auch viele andere ehemalige Ostdeutsche? Oder B. Der 11.11. St. Martin, Nächstenliebe und Barmherzigkeit demonstrieren bei einem kalten Winter ohne Gas? Oder doch vielleicht C. 13.11. SC Freiburg gegen Union Berlin. Bundesliga war endlich mal wieder spannend. Oder natürlich D, der 12.11. Simon Geschke bei Nachgefragt, das wichtigste Gespräch für Sie und Ihre Karriere. Ja. Ah, wow. Die erste unangenehme Frage des Abends. Nee, also ganz klar D natürlich. Aber ja, nee, also ich würde sagen, der Mauerfall ist für mich sehr wichtig, weil ohne den würde ich jetzt nicht hier stehen. Ich werde auch schon immer wieder mal, also ich kann mich natürlich an die Zeit nicht mehr erinnern, so wirklich, aber für meine Eltern zum Beispiel war es, also die haben da heute, glaube ich, noch Tränen in den Augen, wenn die so Videos von damals sehen oder Bilder. Und ganz klar, also mein Leben wäre ohne dieses Ereignis ein ganz anderes geworden. Also dann wäre jetzt hier nicht, dann wäre jetzt dann halt auch nicht das wichtigste Gespräch des Jahres für mich und meine Karriere hier, sondern wahrscheinlich irgendwo in, keine Ahnung, Mecklenburg-Vorpommern. Und ja, nee, von daher, ja, und Tour de France wäre ich wahrscheinlich auch nie gefahren. Und naja, schon A. Also das würde ich so sagen. Gibt es denn etwas typisch Ostdeutsches an Ihnen? Na, meine Geburtsurkunde. Ich glaube, aber sonst nichts mehr. Nee, ist mal, also ich finde es halt traurig. Ich war 3 Jahre, wo der Mauerfall war, 3 Jahre alt. Und ja, manchmal werde ich nur daran erinnert. Ich weiß noch, ich muss mal, für Australien brauchte ich mal ein Visum und dann musste ich mein Geburtsland angeben. Und habe nach Deutschland gesucht. Wollte das antippen und habe dann über der BRD quasi German Democratic und ah ja, stimmt. Muss ich ja das eigentlich nehmen? Und musste ich dann halt auch wirklich, ja. Und Sind ja, Sie. mein Impfpass ist auch noch aus der DDR, da brauchte ich jetzt auch einen neuen. Und tatsächlich bei meiner Hochzeit musste ich meine Geburtsurkunde nochmal beglaubigen lassen. Weil die halt nicht mehr akzeptiert wurde, weil die noch aus der DDR ist. Die sah ganz komisch aus. Ja, ich habe die auch so mit zum ersten Mal gesehen. Ja. Sind Sie denn nervös vor Interviews? Boah, so großer Kulisse schon, sonst eigentlich nicht. Also jetzt so, das ist jetzt ein bisschen unbekanntes Gebiet für mich auch, gebe ich zu. Also so, das sind nicht so die alltäglichsten Fragen. Klar, so zu
Klimakrise und politischen Sachen muss man halt als Sportler immer dann erstmal so überlegen, okay, wie steht man eigentlich dazu? Man hat immer eine persönliche Meinung, aber man ist ja auch immer dann schnell auch in der Kritik, warum man sich da jetzt einmischt als Sportler und so weiter. Daher kommt es ja auch oft, dass Sportler oft in Interviews nur sagen. Und ja, von daher ist sowas halt schon ein bisschen, da bin ich halt schon ein bisschen nervöser, wenn es jetzt nach einer Etappe bei der Tour ist zum Beispiel, wo es dann ein noch größeres Publikum ist, wenn es live im Fernsehen ist, dann da bin ich aber eher entspannter, weil ich halt, ja, zum Rennen fällt mir halt immer was ein. Das ist halt mein Beruf. Und sowas ist dann aber schon ein bisschen spannender. Dann haben wir einen Vorschlag gegen den Lampenfieber. Sie dürfen sich jetzt entspannen und Ihrer Biografie lauschen, die vorgelesen wird von Mala Schinsler. Baba decet virum. Nein, unser heutiger Gast ist nicht mit Vollbart geboren, sondern nackt. Und das am 13. März 1986 in Ost-Berlin. Dort startet die Berg- und Talfahrt des berühmt-berüchtigten Simon Geschke. Der kleine Simoni wächst in Wandlitz auf, in direkter Nachbarschaft zur geheimen Promisiedlung der DDR-Elite. Sein Vater, Tandem-Profi Jürgen Geschke, besser bekannt als Tutti ohne Frutti, gab ihm vielleicht nicht immer den besten Rat, aber dafür das beste Rad aus seinem Laden. Und natürlich die Freude am Radsport. Zu 50% erhielt er diese auch vom Doping-Experten Jan Ullrich. Was da wohl alles vermittelt wurde? Von seiner Mutter erbte Simon seinen eigenen Worte zufolge ihr gutes Aussehen. Im Gegenzug erbt sie seine Schmutzwäsche. Schule aus, Sportkarriere an. Das Meisterstück seines Vaters zieht nach Berlin und fährt im Nachwuchskader des Vereins TSC Berlin. Er ist heute zwar nicht in den Top 3 der besten Radfahrer der Welt, aber dafür in den Top 500. Dahin muss man es ja auch erstmal schaffen. Der kürzeste Weg ist der bekannte. 2009 gewinnt er das Trikot des besten Nachwuchsfahrers bei einer französischen Rundfahrt, die deren Name nicht genannt werden kann. Sein erstes World Tour Team ist ein niederländisch-deutsches, in welchem er von 2008 bis 2018 als treues Helferlein arbeitet und bei der Tour de France 2015 die 17. Etappe gewinnt. Den Jackpot allerdings holt er 2017 beim Giro d'Italia. Er lernt die Journalistin Sophie Hochhauser kennen. Und von nun an liebt er nicht nur sein Fahrrad. 2020 wird Simon in die Wogen von Cofidis gezogen. Seitdem er in dem mit Doping assoziierten Team fährt, schreibt er auch wieder Erfolge. Weniger erfolgreich war jedoch Tokio 2021. Corona trifft Geschke. Und anstatt eines Olympiasiegs verbringt er seine Zeit im Horrorhotel. Denn dort muss er seine Wäsche selber machen. Ganz unverletzt kommt er nicht durch die Jahre. Er bricht sich das Schlüsselbein, aber nicht nur einmal, denn alle guten Dinge sind drei. Aber wie sagt man so schön? Bones break, glory is forever. Und Glory kommt. Aufgrund einer Corona-Erkrankung, diesmal trifft es den Captain, wird das kleine Helferlein zum wichtigsten Mann seines Teams. Und er trägt bei der Tour de France 2022 9 Tage lang das Bergtrikot. So lang wie noch kein anderer Deutscher. Heute wohnt er zusammen. Heute wohnt er zusammen mit seiner Frau und der Qualzucht- und Instagram-Legende Jimmy the Frenchie in Freiburg. Wohin ihn der Wind in Zukunft tragen wird, ist noch unklar. Immerhin weiß er, wie man im Windschatten fährt. Wir haben Macht alles richtig. gerade eben gehört, dass Ihr Vater auch ehemaliger Radprofi war. Er hat unter anderem 1972 die Olympischen Spiele Silber im Tandem gewonnen für die DDR. Hatten Sie denn jemals mit diesem Vater eine Chance, nicht Radprofi zu werden? Doch sicher, also meine Mutter war eher dagegen, weil es halt gefährlich ist und ich sollte halt lieber mich auf die Schule konzentrieren. Aber ja, mein Vater hat mich dahingehend schon sehr geprägt, weil ich einfach damit aufgewachsen bin. Also er hat seine Karriere 1977 schon beendet.
Aber klar, es spielt dann im Leben trotzdem eine Rolle und er hat dann einen Fahrradladen und ist dann auch noch viel gefahren. Und ja, ich bin dann irgendwann immer mitgekommen, mit 12, 13 Jahren oder so. Und dann wurde der Weg so ein bisschen geebnet. Aber Radprofi werden ist halt eine Sache, die halt schon auch durch andere Einflüsse entschieden wird. Also es gibt sicherlich auch viele, die von den Eltern das auch ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen und die dann halt keinen Profivertrag kriegen. Dafür ist der Platz dann in den Profiteams dann doch nicht ausreichend genug. Haben Sie sich nicht auf die Schule konzentriert? Ja. Ich hab's probiert. Was war denn Ihr erster Berufswunsch? Also ganz, ganz früher, so als kleines Kind, wollte ich immer Pilot werden, tatsächlich. Und dann, ja. Dann hat man halt, wie es als Kind so ist, nicht so, denkt man darüber nicht so nach. Und dann tatsächlich 1997 hat er Jan Ullrich die Tour gewonnen und dann war das eigentlich von da an immer mein Traum. Weil es halt, also es war dann halt wie so ein Radsportboom in Deutschland. Und ja, der hat mich halt auch gepackt. Dann 12 war ich da oder 11, ja. Als Kind sind Sie in unmittelbarer Nachbarschaft zu der berüchtigten geheimen Waldsiedlung Wandlitz aufgewachsen. 1989 hat es große Wellen durch ganz Deutschland geschlagen, als das erste Mal Reporter in die Siedlung durften und von dort aus berichteten. Sie waren zwar erst 2 Jahre alt, können Sie sich trotzdem noch an irgendwas erinnern oder wurde Ihnen was im Nachhinein darüber erzählt? Ja, nur im Nachhinein. Also die Waldsiedlung kenne ich halt auch nur als schönen Kurort für alte Leute. Das ist jetzt das, wo ich dann aufgewachsen bin, wurde das dann daraus gemacht. Das habe ich dann erst später erfahren, dass das so die Stasi-Hochburg war eigentlich. Da sieht es jetzt, denke ich mal, sehr viel schöner aus als damals in der DDR. Aber so, nee, so richtig erinnern kann ich mich eigentlich an nichts, eher so aus Erzählungen von meinen Eltern dann. Wussten Ihre Eltern, wer da direkt neben Ihnen wohnt? Also wir sind ja auch erst, oder meine Eltern haben das Haus dann 89 auch erst gebaut. Oder 1988, 89 so. Und ja, also die wussten das definitiv, ja. Ja. Also mein Vater war ja als Leistungssportler in der DDR auch dazu eigentlich verdonnert, in der Partei zu sein. Und ja, nee, von daher wusste der da schon Bescheid, ja. Identifizieren Sie sich denn noch mit der ehemaligen DDR? Nee, gar nicht mehr. Also dafür ist es halt dann auch schon zu lange her. Und klar, ist halt ein Stück deutscher Geschichte und man wird ja auch immer wieder daran erinnert. Aber so die Zeit damals, so in meiner Kindheit, klar, also man hört auch heute noch das Wort Ossi, Wessi. Da in Brandenburg und Berlin noch eher als jetzt hier in Südbaden. Aber klar, es kommt schon noch vor, aber. Ich assoziiere damit eigentlich gar nichts mehr. Wo wir gerade von Erfolgen Deutschlands reden, wir kommen zu Ihren Erfolgen. Es ist der 22.07.2015, die 17. Etappe der Tour de France, Zieleinfahrt Alpendorf-Prahlup. Ihr größter Erfolg, glaubt man jedenfalls Ihrem Wikipedia-Artikel. Schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Die Etappe war ein bisschen länger als das. Wissen Sie denn noch, wie es sich angefühlt hat, über die Ziellinien zu fahren? Ja, so ein bisschen unwirklich auf jeden Fall, weil es war sehr knapp. Ich glaube, 30 Sekunden hatte ich Vorsprung am Ende im Ziel. Das war so, dass ich es eigentlich bis auf den letzten Kilometer noch dran gezweifelt habe, dass es klappt. Und ja, umso größer war dann die Befreiung auch, dass also die letzten 10 Kilometer waren eigentlich schon mehr der Kopf, der noch getreten hat als die Beine. Der Körper hat sich da schon sehr gewehrt. Ja, war auf jeden Fall eine sehr große Befreiung. Was haben Sie denn da gerufen? Ja, glaube ich. Sie haben gerade schon erwähnt, 32 Sekunden Vorsprung, wurde Ihnen das denn mitgeteilt? Im Funk habe ich tatsächlich da nichts mehr so viel wahrgenommen, weil es halt auch super laut war durch die Zuschauer. Und alle trommeln dann an die Banden und der Helikopter, der ist laut. Ein paar Sachen habe ich über den Funk noch mitbekommen, aber den Zeitvorsprung eigentlich nicht. Und es ist auch immer so ein bisschen vom sportlichen Leiter auch
gewollt, dass er mich jetzt nicht übertrieben ja, anfeuert oder sagt, oh, wird voll knapp, dass ich da nicht über den Punkt gehe und dann einbreche oder so, sondern dass man wirklich so sein Tempo ins Ziel fährt. Bei dieser Tour hatten Sie nach Ihrem Etappensieg keinen weiteren Tagessieg. War Ihnen einer genug? Also, 2 Etappen in einer Tour zu gewinnen, ist den ganz, ganz großen Fahrer oder den ganz, ganz großen Bergfahrern oder den Sprintern eigentlich vorenthalten. Jetzt ein durchschnittlich guter Fahrer wie ich, bezeichne ich mich immer ganz gerne. Da ist schon also ein Tagessieg in der ganzen Karriere schon ziemlich cool. Ja. Mit 15 sind Sie Ihr erstes Straßenrennen gefahren, mit 23 Ihre erste Tour de France. Da liegen 8 Jahre dazwischen und ganz schön viele Kilometer auf dem Rad. Wie haben Sie es denn geschafft, sich in all der Zeit so auf eine Sache zu fokussieren? Ja, also ich habe in meiner Jugend auf sehr viel verzichtet. Auf was zum Beispiel? Ja, also alles, was man halt so macht, wenn man 16, 17 ist. Ja, so die ganzen Dorfpartys und so, da bin ich dann halt immer zum Bundesliga-Rennen gefahren oder trainieren. Und auch nach der Schule bin ich dann erstmal trainieren gegangen, im Winter dann halt auch im Dunkeln einfach. Ich war auch auf einer normalen Schule, weil ich da ja, dann quasi das dann einfach durchziehen wollte, das Abi. Und ja, da war halt manchmal die 8. Stunde erst um 15:30 Uhr oder 16 Uhr zu Ende. Und das war halt dann schon ein sehr steiniger Weg, gerade so die letzten Jahre Abitur, wo dann halt wirklich, also ich bin jetzt jemand, der sehr viel lernen muss, um irgendwie eine gute Prüfung zu schreiben. Nee, von daher war das schon zäh. Und dann bin ich auch viel nach Berlin gefahren dann zum Trainieren. Ah, das war so die unschönste Zeit. Aber es war dann schön, dass es sich gelohnt hat. Also wäre echt schade gewesen, wenn sich das jetzt. Also es hat sich natürlich trotzdem gelohnt. Ich habe viele Leute kennengelernt über den Sport und es war auch eine schöne Zeit. Wir hatten immer viel Spaß. Aber gerade so das Wintertraining habe ich eher in negativer Erinnerung dann nebenbei noch den Führerschein machen wollen und Abiturprüfungen und die waren natürlich auch nicht so gut, wie sie hätten vielleicht sein können. Also mein Abitur habe ich mit 3,3 am Ende gerade so gerettet noch. Ja, und war dann aber auch froh, dass es vorbei war. Haben Sie denn jemals daran gezweifelt, weiterzumachen? Mit dem Radfahren ja oft, ja. Also es ist, man zweifelt immer. Also ich saß jetzt auch schon als Profi manchmal im Krankenhaus nach meinem nächsten Schlüsselbeinbruch und dachte mir so, boah, noch ein Jahr muss eigentlich nicht sein und ja, nee, das kommt schon oft vor. Und gerade auch in der Zeit war es so, ja, zum Teil einfach so schwer, dass man dann halt öfters mal dran denkt, wie es jetzt eigentlich wäre, wenn man einfach aufhören würde. Ja. Aber sie bereuen nichts. Nee, jetzt im Nachhinein nicht. Ist halt immer, ist halt wirklich ein, oder wie vieles im Leben einfach was viel Zeit kostet. Man wird halt nicht von einem Jahr aufs andere gut, sondern man, es ist einfach ein sehr langer Weg. Vergleich immer so ein bisschen, wie es ist. Wenn man ein Instrument lernen will, es geht halt auch nicht von einem Jahr aufs andere, wenn man jetzt quasi in der Liga, wie ich jetzt Rad fahre, keine Ahnung, Klavier spielen will, irgendwo im Sinfonieorchester, das geht halt auch nicht von einem Jahr aufs andere, da muss man halt auch jeden Tag 4, 5 Stunden üben und das über mehrere Jahre. Und ja, es ist halt einfach, prinzipiell ist halt einfach ein Sport, der wirklich sehr einschränkt, weil der Zeitaufwand einfach so hoch ist. Mit den Rennen, die einfach weit weg sind und die Trainingsdistanzen sind einfach, ja, also ich saß dann damals auch schon manchmal 5, 6 Stunden auf dem Rad. Ging dann natürlich nur am Wochenende oder wenn ich mal irgendwie Freistunden hatte. Was vermissen Sie denn heute in Ihrem Alltag? Ein bisschen Spontanität, also jetzt flexibel zu sagen, wir machen jetzt mal eine Woche irgendwie. Oder man nimmt sich mal einfach eine Woche frei. Das geht halt bei mir so gut wie nie. Ja, ich habe, glaube ich, dieses Jahr mal nach der Tour gesagt, meiner Frau, oh, jetzt so ein positiver Corona-Test wäre gar nicht so schlecht. Dann könnte ich mal eine Woche jetzt zu Hause nichts machen. Ja, es schränkt halt einfach sehr ein. Und es ist halt einer der negativen Seiten. Auch, dass die
dass man halt nirgendwo hinfahren kann, ohne vorher. Wir haben so ein Online-System, für die, dass man halt jederzeit für Dopingkontrollen verfügbar ist. Das ist immer, daran muss man auch immer denken. Also man kann jetzt nie spontan sagen, man fährt mal übers Wochenende irgendwo hin. Also kann man schon, dann muss man es mit dem Team absprechen, dann muss man seinen ganzen Krempel mitnehmen, sein Rad und so. Und dann artet es halt in so viel Stress aus, dass man das dann nicht mehr machen will. Bei der Tour de France dieses Jahr haben sie 9 Tage lang das Bertiko verteidigt. So lange wie noch kein Deutscher vor ihnen. Das heißt, sie waren über die Alpen und über die Pyrenäen mit der besten Bergwertung. Nach der Tour de France gab es zu Ehren ihren Erfolges im Alten Rathaus hier in Freiburg einen Empfang. Dazu haben sie gesagt: Damit habe ich nicht gerechnet. Hat mich auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Unterschätzen sie sich oder wird ihr Erfolg überschätzt? Ja, also der Empfang im Rathaus war super schön, hat mich sehr gefreut. Mich hat es halt in dem Fall überrascht, weil Radsport ist ja doch noch eine Randsportart oder allgemein gibt es in Deutschland außer Fußball eigentlich nur Randsportarten. Und von daher. Von daher war es so ein bisschen überraschend, aber klar, die Leistung, also es war eine meiner schwersten Tourteilnahmen dieses Jahr, weil es also jeden Tag musste ich ein bisschen aufpassen, dass da keiner mehr Punkte sammelt als ich. Von daher fand ich es super schön, dass die Leistung gewürdigt wurde und nee, also dass ich mich unterschätze, würde ich jetzt nicht sagen. Ja, einfach genossen, dass das ja hier so viel Anklang gefunden hat in Freiburg und auch im Rest von Deutschlands Radsportfans. Ist es Ihnen auch manchmal unangenehm, persönlich im Mittelpunkt zu stehen? Ja, auch kommt auch mal vor. Also ich bin natürlich auch ein bisschen stolz drauf, gebe ich zu. Aber es kommt vor, dass es manchmal ein bisschen unangenehm ist, das stimmt schon. Also mir fällt jetzt keine genaue Situation ein, aber es kommt schon mal vor, ja. Ist denn der Erfolg bei Ihnen immer nur mit Radsport verbunden? Doch schon, ja. Also persönliche Erfolge gibt es natürlich auch neben dem Radfahren. Zum Beispiel. Wo haben Sie in letzter Zeit einen persönlichen Erfolg gefeiert? In der Karaoke-Bar in Japan jetzt letzte Woche. Wow. Da waren wir, also ich war jetzt in Japan und in Singapur für zwei Veranstaltungen von der Tour de France-Organisation. Und ja, also ich muss da nur ein ganz kleines bisschen Radfahren zum Glück. War halt größtenteils Urlaub. Und da waren wir mit den Organisatoren in der Karaoke-Bar. Und angeblich habe ich am besten gesungen. Das freut uns für Sie. Waren aber auch alle leicht angetrunken. Im Fußball kämpft und gewinnt man als ganze Mannschaft, im Tennis kämpft und gewinnt man als Einzelspieler. Im Radsport kämpft man zwar im Team, doch man gewinnt als Einzelfahrer. Ich würde das total frustrierend finden. Geht es Ihnen auch manchmal so? Ehrlich gesagt nicht, weil es halt, also der Radsport ist in der Sache sehr einzigartig, was halt auch, also für mich ist der Radsport sowieso sehr einzigartig, weil es halt so vielschichtig ist. Ja, wie gerade gesagt, Teamsportart, trotzdem gibt es nur einen individuellen Sieger und trotzdem ist das Gefühl, wenn man als Helfer sieht, dass sein Kapitän gewonnen hat, Sie sind Helfer? Kommt auf die Rennsituation an, nicht immer, aber doch größtenteils in meiner Karriere war ich Helfer und habe auch super schöne Erlebnisse gehabt als Helfer. Wenn man dann ins Ziel kommt und hört, dass der Kapitän gewonnen hat oder gut gefahren ist auch. Und also es waren auch zum Teil sehr schöne Momente in meiner Karriere. Und klar, wenn man selbst gewinnt, ist es immer noch mal viel größer, diese Emotionen. Aber als Helfer kommt das dem schon sehr nahe, ja. Bin mir nicht sicher, ob alle unsere Zuschauer wissen, was ein Helfer ist. Können Sie das ganz kurz erklären? Ja, also es gibt im Radsport natürlich viele verschiedene, also es gibt flache Etappen, es gibt mittelschwere Etappen, es gibt die ganz schweren Etappen, es gibt Zeitfahren. Wenn man es jetzt zum Beispiel auf einer Flachetappe, um jetzt nur ein Beispiel zu nennen, gibt es halt, die laufen meistens darauf hinaus, dass es einen Massensprint gibt. Das heißt, die sind sehr leicht zu kontrollieren, weil es halt einfach keine Berge gibt.
Da sind dann alle erfahren genug, dass es dann halt meistens zu einem Massensprint kommt und gibt halt nicht viele Fahrer, die einen Massensprint gewinnen können. Das kristallisiert sich eigentlich ziemlich schnell bei jedem Fahrer ein bisschen heraus, am Anfang der Profikarriere schon, was er für ein Fahrertyp ist. Ich werde zum Beispiel wahrscheinlich nie einen Massensprint gewinnen. Und da ist man dann halt einfach gerne Helfer und es ist halt dann, entweder ist die Aufgabe ein bisschen früher, man fährt halt früh im Wind und am Ende fahren halt dann 7 Fahrer für den einen Sprinter. Und das Ziel ist halt immer, diesen einen, der halt auf dem Papier der schnellste ist vom Team, so frisch wie möglich auf die letzten 200 Meter zu bringen. Und das ist halt eine Aufgabe, die fängt manchmal 50 Kilometer vorm Ziel an oder eigentlich schon von der Startlinie weg. Das heißt, wenn er an irgendeiner Stelle in einer guten Position sein sollte, dann muss er da nicht selbst durch den Wind fahren, sondern macht es halt am Hinterrad, dieser berühmte Windschatten. Und da sind dann halt einfach die 7 anderen Fahrer gefragt. Und dann sind es halt an dem Tag 7 Helfer und ein Sprinter. Bei Bergetappen sieht es dann wieder komplett anders aus. Und ich glaube, das sprengt jetzt den Rahmen, wenn ich da alles erkläre. Ich glaube, es Da reicht lerne ich jetzt erstmal. auch nach 14 Jahren noch dazu zum Teil. Und ja, da gibt es halt, ja, jedes Rennen hat wirklich 1000 verschiedene Rennsituationen, die man übers Jahr so erlebt. Wie machen Sie das denn immer mit Ihrem Ego aus, immer Ihren eigenen Erfolg unterzuordnen? Also zum Beispiel, um die Massensprints zurückzukommen, da habe ich gar kein Ego, da bin ich froh, wenn ich 5 Kilometer vom Ziel sagen kann, so, Job erledigt, ich halte mich jetzt raus. Da geht es natürlich immer ganz schön wild zu. Also, ja, werde euch ja jetzt notgedrungenerweise ein bisschen mit Radsport beschäftigt haben müssen. Hat uns natürlich Da interessiert gibt es auch, kommt natürlich davon. Massenstürze mit 70 km/h, weil so gerade bei der Tour wird in den Massensprints halt, also wenn man da gewinnen will oder im letzten Kilometer in Position sein will, dann da wird halt einfach nicht gebremst. Und wenn es eng wird, dann. Gut, es wird natürlich schon mal gebremst, aber nur, wenn es wirklich, wirklich sein muss. Nee, von daher bin ich da. Früher fiel mir das schon auch noch schwerer. Als junger Fahrer ist man dann eher noch, ja, einfach das Ego noch ein bisschen größer. Und über die Jahre merkt man dann, okay, du kannst halt nicht alle Wege gehen. Und ich wollte da die Klassiker gut fahren. Und ich bin früher auch Sprints viel gefahren noch. Aber irgendwann merkt man dann halt, okay, eigentlich macht es viel mehr Sinn, sich halt auch mal im Dienst des Teams zu stellen. Die Teams schätzen das natürlich auch. Man kann nicht nur, die Maximalanzahl der Fahrer am Team sind 30, man kann halt keine 30 Kapitäne haben, das geht halt nicht. Da gibt es halt auch die Parallelen im Fußball. Es muss halt auch einen Torwart und Abwehrspieler geben und halt nicht nur Jungs, die Tore schießen. Und ja, das spielt dann in der Hinsicht eine große Rolle, dass halt einfach auch, also man wird halt als guter Helfer auch definitiv vom Team sehr geschätzt. Der knapp 2000 Meter hohe Mont Ventoux ist oft Teil der Tour de France. Der Philosoph Roland Barthes beschrieb diesen Berg als bösen Gott, der Opfer fordert. Er setzte die Radsportler den Kriegern Homers in der Ilias gleich. Ist es denn nur hochgestochene Pseudophilosophie oder ist da irgendwas dran? Ja, der Mont Ventoux ist schon sehr einzigartig, weil er halt so frei steht. Er steht Ja. jetzt nicht wirklich im Gebirge. Und ich glaube, es kommt ein bisschen einher, dass da schon viele Legenden passiert sind an diesem Berg. Auch ein Todesfall, ein berühmter Todesfall von einem britischen Fahrer irgendwann 1970 oder so. Aber ja, an sich ist es ein Anstieg wie jeder andere auch. Also es gibt viele furchtbare Anstiege. Wenn man einen guten Tag hat, freut man sich auf den Mont Ventoux und wenn nicht, dann nicht. Also letztes Jahr mussten wir ihn zweimal fahren und es war ja absolute Hölle. Wie Ja. gewinnt man denn den Kampf gegen den Berg, wenn man jetzt keinen guten Tag hat? Also hoch kommt man irgendwie immer und ich habe auch den Vorteil, dass ich halt eher guter Bergfahrer bin. Ich gehöre nicht zu den Weltbesten, aber jetzt, wenn man den Durchschnitt des Tour de France-Felds sieht, bin ich schon im ersten Drittel, sag ich mal. Und das heißt, selbst wenn ich einen schlechten Tag habe, mit den Sprintern hinten fahre ich immer relativ easy dann noch mit. Und das ist halt auch das Schöne am Helferjob, wenn es jetzt heißen würde, boah, Simon, du musst jetzt unbedingt auf Gesamtwertung fahren bei der Tour, was jetzt natürlich keinen Sinn machen würde, aber
Wenn es jetzt so wäre, dann müsste man halt auch an einem schlechten Tag sagen, okay, Vollgas bis ins Ziel, weil jede Minute, die du, jede Sekunde, die du schneller fahren kannst, lässt dich in der Gesamtwertung dann nicht so schnell abrutschen. Und wenn du als Helfer einen schlechten Tag hast, machst du halt deinen Job bis zum vorletzten Berg und sagst dann, so, jetzt fahre ich jetzt hinten zu den Sprintern in die Gruppe und bringe den Tag zu Ende. Also, das ist halt auch ein Vorteil zum Teil, ja. Ihrer Meinung nach haben die Helfer den besseren Job? Naja, gehaltstechnisch verdient man natürlich als Tour de France-Sieger deutlich mehr als als Helfer. Aber es hat auch Vorteile, Helfer zu sein. Also, man hat weniger Medienrummel auch. Gerade jetzt bei der Tour ist es halt extrem, was Fahrer nach der Etappe noch machen müssen. Zum Beispiel, wenn jetzt man ab Hälfte der Tour im gelben Trikot ist. Also ich habe es jetzt im Bergtrikot auch gemerkt, man muss halt jeden Tag hinter das Podium und nochmal eigentlich jeden Tag die gleichen Fragen beantworten. Dieselben Interviewpartner hat man sowieso. Und das dauert halt, dieser ganze Prozess dauert halt jeden Tag eine halbe Stunde und ist dann halt, wo die anderen Fahrer schon so fast im Hotel sind, steigt man dann gerade erst ins Auto und ist halt jeden Tag eine halbe Stunde, die man weniger Regeneration hat, auch hat. Und das ist schon, glaube ich, ziemlich zäh. Und ja, als Leaderfahrer hat man das halt dann ständig. Bei unserer Recherche sind wir auf die Seite Pro Cycling gestoßen. Da werden Statistiken zu Radrennfahrern veröffentlicht. Außerdem gibt es ein Ranking, bei dem alle aktuell aktiven Fahrer eine Platzierung erhalten. Aktuell werden dort 3210 Fahrer aufgelistet. Was denken Sie denn, auf welchem Platz sind Sie von 1 bis 3210? Ich mich mal besser vorbereitet hier. boah. 1000 Pro Cycling Stats, oder? Ja. Gut, na, obwohl dieses Jahr Aktuell. aktuell geht, glaube ich, immer von Jahr zu Jahr, oder? Was? Ja. Da erwischen Sie mich jetzt auf den falschen Fuß. Na, dann ja, würde ich eher so sagen, Platz 400, 500. Ja, da haben wir auf jeden Fall erfreuliche Neuigkeiten für Sie. Sie Ah. sind Platz Ah. 120. Googeln Sie sich nicht oft? Nee, ehrlich gesagt nicht. Aber ja, die Seite kenne ich natürlich. Können Sie Ja, unseren lange, lange Zuschauern nicht denn besucht. erklären, was die Statistik bedeutet? Also die ist halt eine Seite, die natürlich die Ergebnisse, eine sehr statistische Seite. Also ich finde auch immer ein Fahrer, wir hatten ja gerade die Thematik mit Helfer Ja. und Kapitän, also wie gut ein Fahrer ist, kann man im Radsport nicht immer an den Ergebnissen festmachen. Ich habe jetzt noch das Glück, dass ich ab und zu selbst mal freie Fahrt habe und was treffe. Naja, bin ich jetzt sogar auf Platz 120, aber prinzipiell steht die Seite halt pro Ergebnis, gibt es halt verschiedene Punkte und daher kommt auch diese Statistik. Obwohl die Statistik verstehe ich selbst nicht so richtig. Also Aber. wir haben oben die Eintagesrennen, dann haben wir die Gesamtwertung, dann die Zeitfahrt, Sprint und die Bergfahrt. Gut, ja, aber Sprint und Climber, jetzt wüsste ich jetzt nicht, wie man die. Wie man da jetzt die Ergebnisse, also Time Trial ist klar, wenn man beim Zeitfahren gut fährt, gibt es dafür Punkte, aber gibt ja auch Bergetappen, die in einem Sprint von einer größeren Gruppe enden, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie sich das zusammensetzt. Ja. Naja, wir schauen uns jetzt mal trotzdem an, ob Sie andere ehemalige Radprofis auch zu Ihren Statistiken zuordnen können. Da es sich um ehemalige Fahrer handelt, gibt es hier ein All-Time-Ranking. Dabei werden die Fahrer mit allen Fahrern verglichen, die jemals Fahrrad gefahren sind, natürlich. Und die vier Radprofis, die Sie jetzt gleich den Statistiken zuordnen sollen, ist einmal Erik Zabel und Jan Ullrich, beides ehemalige deutsche Radrennfahrer. Außerdem Lance Armstrong, ehemaliger US-amerikanischer Radfahrer. Diese drei sind Ende der 90er, Anfang der 2000er gefahren. Und dann natürlich noch Eddy Merckx, die belgische Radlegende aus den 70ern. Wem würden Sie welche Statistik zuordnen?
All-Time-Ranking, Platz 1, Eddy Merckx. Platz 18 würde ich sagen, Erik Zabel. Ach, nee, obwohl. Nee, Moment. Stimmt, ich muss noch hier die. Platz 1, Eddy Merckx, das ist klar. Platz 18, doch Erik Zabel. Platz 84 müsste dann Lance Armstrong sein. Und Platz 108, Jan Ullrich. Sie haben 2 von 4 richtig tatsächlich. Ist Lance Armstrong Platz 108, aber das lässt sich so erklären, dass ihm viele Siege aberkannt wurden. Deswegen hat sich die Statistik ein bisschen nach hinten verschoben. Trotzdem Okay. eine gute Leistung. Passt. Schauen wir uns doch mal die beiden Herrschaften Jan Ullrich und Lance Armstrong genauer an. Im Sommer 2006 sagte Jan. Ihr habt Erik Zabel vergessen. Ja, es wird noch mehr, aber wir beziehen uns jetzt auf Lance Armstrong und Jan Ullrich. Heute geht es nur um die beiden. Okay. Im Sommer 2006 sagte Jan Ullrich: Ich habe niemals in meiner ganzen Karriere einen anderen Rennfahrer betrogen. Das ist Fakt. Kurz darauf wurde er des Dopings mit EPO und Eigenblut überführt. Das EPO steht auf der Liste der verbotenen Dopingmittel, ist aber schwer nachzuweisen, da es körpereigene Substanz ist. 2013 gab Jan Ullrichs langjähriger Konkurrent Lance Armstrong live in einer Talkshow zu, Wachstumshormone und EPO zu sich genommen zu haben und auch, dass er es wieder tun würde. Wie sehr kann man die Leistung der Rennfahrer, die solche Aussagen von sich geben, denn ernst nehmen? Also beide waren, also gerade Jan Ullrich war halt wirklich in den Nachwuchsklassen schon einer der talentiertesten Radfahrer. Ohne jetzt irgendwas zu beschönigen, muss man halt auch ganz klar sagen, dass jetzt beide in ihrer Zeit keine andere Medizin hatten als alle anderen, die des Dopings überführt wurden. Und das waren ja leider doch ein paar mehr dann. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass man die Leistung nicht ernst nehmen sollte. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt jemanden, der noch nie Rad gefahren ist, dasselbe medizinische Programm unterziehen kann und dass der auf einmal die Tour de France gewinnt. Also bei Lance Armstrong würde ich sogar noch sagen, dass ich nach wie vor ein bisschen Respekt habe, 7 Mal hintereinander die Tour de France zu gewinnen. Nicht nur, weil es schwer ist, sondern er ist halt auch nie gestürzt. Also da kann halt auch so viel nebenbei noch passieren. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass die Leistung jetzt nicht ernst zu nehmen ist, auch wenn sie natürlich jetzt einen sehr, sehr schlechten Beigeschmack hat. Für mich auch. Für mich war es auch keine schöne Geschichte, auch wenn es sich dann doch seit 1998, das war so der erste große Dopingskandal mit Festina damals, wo viele Leute das Wort EPO erst kennengelernt haben. Inzwischen ist aber sehr gut nachzuweisen, dass zumindest das synthetische EPO. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass es, also es ist ein körpereigener Stoff, aber die Benutzung ist jetzt sehr leicht nachzuweisen, was sicherlich eine gute Sache ist. Und ja. Sie haben es gerade angesprochen, Sie wurden in der Zeit Profi, genau Ende der 2000er, als es diese ganzen großen Dopingskandale gab. Viele Fahrer hatten nach diesen Skandalen ein Glaubwürdigkeitsproblem. Sie dann auch? Ja, also ich habe heute noch ein Glaubwürdigkeitsproblem. Also ich glaube, viele Menschen trauen der ganzen Sache immer noch nicht. Also ich habe jetzt halt auch noch viele Fragen und es ist auch normal. Bei der Tour ist es jedes Jahr dasselbe. Wer die Gesamtwertung der Tour de France gewinnt, muss sich immer mit diesen Fragen auseinandersetzen. Auch bei Weipen nicht nur der, sondern auch ja, eigentlich alle Fahrer, die Tour fahren, sind mit diesem Image behaftet von Skandalen, die halt ja Anfang der 2000er waren. Also ich bin auch nach dieser Zeit Profi geworden. Und ja, das Glaubwürdigkeitsproblem ist da. Also ich habe eigentlich ja jetzt nicht mehr in jedem Interview, aber zum Anfang meiner Karriere war es halt wirklich noch eigentlich allgegenwärtig. Meine erste Tour wurde auch nicht im deutschen Fernsehen übertragen. Ich glaube, die erste Tour, die ARD dann wieder übertragen hat, war 2015. Also es war wirklich so, dass ich es dann endlich geschafft habe, Profi zu werden. Und in den Jahren
brach dann irgendwie diese ganze Welt zusammen. Aber ja, aus schlechten Zeiten entstehen halt auch wieder gute Dinge und daraufhin hat sich dann halt einfach das ganze System im Radsport halt super geändert. Und was da jetzt die letzten 10 Jahre so passiert ist mit den Kontrollen und ja, auch nicht nur die Kontrollen, sondern was in den Teams so für Aufklärungsarbeit geleistet wird. Und also da sind auch sehr viele Köpfe gerollt, was Teamärzte angeht. Noch nicht alle, aber ja, viele. Und nee, von daher hat sich das schon die Aufarbeitung gelohnt und leider ist es halt noch nicht bei allen so angekommen, dass der Radsport glaubwürdiger geworden ist. Ich glaube, wir sind jetzt auf einem guten Weg, dass es glaubwürdiger ist. Aber ja, so ganz, glaube ich, so ganz wird dieser Beigeschmack nie weggehen. Sie haben gerade das Kontrollsystem angesprochen. Also als Antwort auf die vielen Dopingskandale Anfang der 2000er wurde die Cycling Anti-Doping Foundation, CADF, ins Leben gerufen. Diese hat sich über die Jahre einen guten Ruf erarbeitet und galt als Vorhängeschild für den Radsport auf dem Weg der Besserung. Allerdings wurde sie immer eigenständiger vom Radsport-Weltverband. Das kam dort scheinbar nicht so gut an. Der CADF-Boss sagte 2020, dass er von dem Weltsportverband, Zitat, immer wieder um Macht über dieses und jenes gebeten wurde. Dann hat der Radsport-Weltverband beschlossen, ab 2020 die Aufgaben zu Dopingkontrollen an eine andere Agentur zu übergeben. Die macht jetzt die ITA, die International Testing Agency. Seit die neue Agentur seit fast 2 Jahren die Kontrollen durchführt, wurde kein Radfahrer mehr des Dopings überführt. Dopt wirklich niemand mehr oder werden die einfach nur nicht mehr überführt? Das ist eine gute Frage. Da bin ich natürlich auch überfragt. Ehrlich gesagt kenne ich die verschiedenen Agenturen nicht. Ich weiß, dass es gibt sehr viele verschiedene Agenturen. Also ich werde manchmal von der UCI, vom Weltverband kontrolliert. Es gibt die nationale Dopingagentur, kurz NADA, die eigentlich meistens kommt. Ich bin auch schon in Teams gefahren, die teaminterne Kontrollen hatten. Und ja, es gab aber jetzt die letzten Jahre schon hin und wieder Dopingvergehen. Also, dass keiner mehr überführt worden ist, würde ich jetzt nicht sagen. Also jetzt dieses Jahr bei der Tour de France gab es einen Kolumbianer, der positiv auf Tramadol. Das ist ein sehr starkes Schmerzmittel. Das kriegt man zum Beispiel nach Operationen. Wurde dem das nachgewiesen. Da gibt es jetzt auch neue Kontrollen, die Blut aus dem Finger abnehmen und das war erstmal nur ein Screening. Das heißt, Tramadol war noch nicht komplett verboten, sondern wurde jetzt gescreent, wie weit verbreitet das überhaupt ist. Und da gab es halt Kontrollen. Und ja, also ab nächstem Jahr wird es dann auf der Liste stehen. Aber jetzt galte das, also es werden Leute überführt. Da fliegt schon die Weihnachtstheke runter. Ja. Okay, Ja. aber es stand eben noch nicht auf der Liste, also es wurde niemand mehr überführt. Wie, also Ihre persönliche Einschätzung, dopt niemand mehr im Radsport? Ich weiß nicht, was die Leute zu Hause machen. Da geht's mal los. Ich finde es ist ein gutes Zeichen, natürlich, wenn niemand oder wenig Leute überführt werden. Der Operation Adalas-Skandal ist noch nicht sehr lange her. Da waren auch Radfahrer dabei. Das heißt, oder es ist einfach schwer zu glauben, dass jetzt der Sport komplett sauber ist. Und da rede ich jetzt nicht nur vom Radsport. Also das fällt mir einfach auch schwer zu glauben. Da bin ich ehrlich. Ich glaube aber, dass der Radsport inzwischen tatsächlich zu den saubersten Sportarten gehört, weil einfach es sind, ja, es werden Kontrollen gemacht, die zum Beispiel in anderen Sportarten noch nicht mal ansatzweise da sind, wie wir sie jetzt machen. Also ja, um Parallelen zum Fußball wieder ins Spiel zu bringen. Blutkontrollen gab es da halt vor ein paar Jahren noch gar nicht und das ist halt, das sind halt so Sachen, die sehr schade sind. Und wie jetzt die ganzen Agenturen arbeiten, da bin ich einfach auch überfragt, ob das jetzt, woran das jetzt liegt, dass keiner mehr überführt wird. Wir hoffen einfach mal, dass es so ist, dass es einfach viel sauberer geworden ist und die großen Skandale sind ausgeblieben. Und ja, aber ob, wie gesagt, mir wird es schwer fallen zu glauben, dass jetzt niemand mehr irgendwie probiert, Grauzonen auszuloten. Aber ja.
Also Sie Da will selbst. ich mich, da will ich jetzt nicht sagen, es wird nicht mehr gedopt. Das könnte schlecht altern, diese Aussage. Sie selbst bezeichnen sich als sauber. Wie Ja. definieren Sie denn sauberen Radsport ganz konkret? Naja, es gibt, ja, sauberer Radsport ist halt ganz klar festgelegt, was auf der Liste steht, ist verboten. Die Anti-Doping-Liste. Klar gibt es da auch gewisse Sachen, die zum Beispiel Cortison ist so eine Sache. Da hatte ich jetzt dieses Jahr, ja, sag ich mal, einen Unfall. Ich hatte nach der Tour ein bisschen Schnupfen und habe ein Nasenspray mit Cortison genommen. Und Cortison ist halt ein verbotenes Mittel. Und habe dann meinem Teamarzt geschrieben, ob ich da jetzt das bei der Kontrolle angeben müsste, diese Situation oder nicht. Und Cortison ist halt nur dann verboten, wenn man es sich spritzt. Also da gibt's, da wird dann halt auch sozusagen ein Unterschied gemacht, ob man es jetzt als Nasenspray hat, im Nasenspray, oder es gibt auch Cremes gegen, zum Beispiel bei Wespenstichen gibt es nichts, was besser hilft als Cortisoncreme. Cortison ist aber dann gleich so, wow, das steht auf der Liste. Aber die äußere Anwendung ist nicht verboten, weil da Cortison nicht ins Blut kommen kann. Also über die Schleimhäute oder mit Hautkontakt kommt es halt nicht ins Blut. Und ja, da muss man dann auch aufpassen, dass es halt nicht heißt, wenn jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, oh, ich habe jetzt hier Cortisoncreme benutzt, weil ich einen Ausschlag hatte oder einen Wespenstich oder ich hatte dieses Jahr bei der Tour zum Beispiel hier in der Kniekehle so trockene Haut. Da hat dann irgendwann auch nichts anderes mehr geholfen. Und da würde ich sagen, also das ist, das hat mit Doping dann nichts zu tun. Und das ist dann aber halt auch klar geregelt, dass man Cortison mit der äußeren Anwendung nehmen darf und halt Spritzen nicht. Aber das ist im Radsport sowieso, Spritzen sind sowieso komplett verboten. Das gibt es auch in keiner anderen Sportart. Also es gibt keine Spritzen. Man darf sich nichts spritzen. Das kann man leider dann auch nur über Razzien kontrollieren. Und es gab Razzien im Radsport, wo kontrolliert wurde, ob halt die Teamärzte Besteck zum für Infusionen mit haben. Oder es wurden, glaube ich, meinen auch sogar die Müllcontainer vor den Rennhotels durchsucht, um zu gucken, ob es da was Verdächtiges geben könnte, womit man ja einfach ja gespritzt hätte können. Und ja, das ist halt auch sowas, was es in keiner anderen Sportart gibt. Das nennt sich No Needle Policy. Und es wurde im Radsport jetzt vor 10 Jahren fast schon eingeführt. Also am Anfang meiner Karriere gab es noch Infusionen und 2 Jahre später dann wurde es komplett verboten. Was zum Beispiel auch was ist, ja, was man dem Radsport hoch anrechnen muss, dass er da wirklich quasi als Erster diesen Weg geht und sagt, okay, wir verbieten jetzt einfach, egal was, wenn es mit Spritzen zu tun hat, egal ob ihr euch Wasser spritzt oder nicht, oder Kochsalzlösung oder was nicht alles gibt, das ist jetzt einfach verboten. Trotz dieser sehr guten Testsysteme sind die Wattleistungen der Sportler, der Radsportler in den letzten Jahren wieder signifikant angestiegen und lassen sich jetzt wieder vergleichen mit den Wattleistungen der Fahrer Anfang der 2000er, also zur Hochphase des EPO-Dopings. Wie erklären Sie sich das? Die Wattleistung oder die reinen Zeiten? Nee, die Ja. Wattleistungen. Ist das so? Ja, das ist Okay. so. Ja. Ja, Wattleistung. Anfang der 2000er Jahre war es halt so, was jetzt signifikant sich geändert hat. Jetzt musste ich kurz überlegen, sind die Etappenlängen? Also hat die Frage, in welchen die Wattleistung im Finale oder die Wattleistung allgemein. Also im Finale könnte ich jetzt, was jetzt signifikant sich verändert hat in den letzten Jahren, Anfang der 2000er, was jetzt quasi 20 Jahre her ist, dass die Etappen da sehr, sehr viel länger waren. Also jeder, der sich vielleicht mal die Etappe, die Jan Ullrich gewonnen hat, nach Andorra anguckt, sieht, dass da unten 7,5 Stunden stehen. Die Etappen heute bei der Tour sind selten länger als 5. Und das macht dann natürlich für den Fahrer einen großen Unterschied, ob er die Leistung nach 4,5 Stunden abruft oder halt nach 7. Also ist halt für den Körper auch eine komplett andere Geschichte dann.
Ansonsten könnte ich es mir jetzt auch nicht erklären, warum die Wattlastungen jetzt wieder genauso sind. Ja, also der Doping-Experte Antoine Valier hatte dazu so Statistiken aufgestellt. Wie genau er jetzt die ermittelt hat, hat er jetzt auch nicht Da so ist der Kontext veröffentlicht. halt, also da würde ich mich jetzt auch nicht, da ist der Kontext halt extrem wichtig. Ja. Ja. Ja, Finale oder nicht Finale, das so genau Ja. wurde das da jetzt Also wie auch gesagt, wieder die nicht. Etappen Ja. sind sehr viel kürzer Ja. geworden, was halt auch gewollt ist, weil die Etappen damals waren aber einfach langweilig, 7,5 Stunden setzt sich jetzt keiner auf die Couch. Die sind jetzt halt in den letzten Jahren immer kürzer geworden. Es gibt auch nicht mehr so diese ganz langen Zeitfahren. Und klar, ein Zeitfahren, was jetzt damals gab es halt auch so 60 Kilometer Zeitfahren, die sind jetzt maximal 30. Und dann werden natürlich, wenn man über eine halbe Stunde kann man höhere Wattwerte fahren, als wenn man über die eine Stunde fahren muss. Also da ist der Kontext ganz wichtig. Ja. Dasselbe mit den Zeiten. Also es wird auch oft gesagt, oh, die Zeiten sind, wenn man zum Beispiel Alpe d'Huez, das ist ein berühmter Anstieg in den Alpen, die Zeiten sind unerreicht aus den späten 90ern. Ich glaube, den Rekord hält immer noch Marco Pantani 1996 mit Stahlrad und nach 8 Stunden Alpenetappe. Und die werden heute nicht mehr erreicht, obwohl wir 2 Kilo leichtere Räder haben, die komplette Teamtaktik anders ist. Also man ist halt wirklich, was ich vorhin erklärt habe, hat sich über die Jahre sehr viel in den Teams geändert, dass halt wirklich die Fahrer, die auf die Etappe fahren oder auf die Gesamtwertung, dass die viel frischer zum Fuß des Berges kommen. Und ja. Da würde ich halt auch sagen, und die Etappen sind halt einfach tendenziell eher kürzer geworden. Und daran sieht man halt auch, dass die Zeiten immer noch sehr schnell sind. Was sich in der Trainingswissenschaft getan hat, das springt jetzt auch wieder in den Rahmen. Also da kann sogar ich sagen, dass ich vor 10 Jahren noch eigentlich, oder da sagen wir mal vor 15 Jahren noch trainiert habe wie ein Amateur. Und dass das jetzt so wissenschaftlich geworden ist, dass es mir schon manchmal fast keinen Spaß mehr macht. So was Intervalle im Training angeht und so weiter. Und da hat sich halt super viel getan. Und ja, und allgemein ist es halt auch ein Trend, der in jeder Sportart zu sehen ist. Also ich glaube, kein Sport ist wirklich langsamer geworden. Da müssen wir Ihnen wahrscheinlich Ernährung spielt eine große zustimmen. Rolle auch. Also ich bin halt auch kein Fan davon, immer zu sagen, boah, der fährt schnell, da stimmt was nicht. Also man muss auch immer das große Ganze betrachten und ja, und ich bin halt auch ein Radsport-Fan. Ich will daran glauben und Aber wenn probiere dann was halt das dann Gesamtbild nicht zu sehen. stimmen sollte, sind Sie schon der Meinung, dass man dem dann auch nachgehen sollte, oder? Natürlich, ja. Und das wird ja im Radsport auch gemacht. Und ich glaube, der Radsport ist der Sport, der ja, wo am schnellsten Doping geschrien wird und wo genau hingeguckt wird. Und das ist auch eine gute Sache an sich. Was sollte sich denn verändern, damit das einfach nicht mehr passiert? Also, dass es gar nicht mehr passiert, halte ich für eine ganz schwierige Aufgabe. Ich glaube, in allen Lebensbereichen wird es immer wieder Leute geben, die probieren, Shortcuts zu nehmen. Und ja, wie gesagt, ich habe aufgezählt, was sich schon alles getan hat. Und ich denke mal, die Aufklärungsarbeit fängt sehr, sehr früh an. Ist auch eine Aufgabe der Teams natürlich, die aufklären müssen und vor allem auch die Fahrer davor zu schützen, wie ich es vorhin gesagt habe, dass man halt auch einfach als guter Helfer geschätzt wird oder als jemand, der vielleicht nicht die tollen Ergebnisse hat übers Jahr, aber trotzdem guten Job macht, dass man da nicht sagt, oh, du müsstest eigentlich noch hier und da mal ein paar Ergebnisse einfahren. Was sich auch positiv geändert hat, ist, dass es jetzt einen Renntagdeckel gibt. Heißt, die Fahrer dürfen nicht mehr zu 100 Renntagen im Jahr geschickt werden. Denn ich glaube, das ist jetzt vom Weltverband mal auf 80 Renntage im Jahr wurde ein Limit gesetzt, was auch schön ist, weil 80 Renntage sind auch sehr viel, wenn man sich zwischendurch noch erholen will und immer wieder ein bisschen Aufbautraining machen will. Also da wird schon viel getan, um die Fahrer auch zu schützen, dass sie halt nicht erst diesen Gedanken überhaupt kriegen. Und ja, aber generell wüsste ich jetzt gar nicht, wie das
wie man das irgendwie noch, ja, also da fehlt mir auch die Expertise zu sagen, wie man da jetzt noch betrügen könnte. Früher war es, glaube ich, auch einfach einfacher, weil, ja, wie vorhin schon gesagt, EPO war nicht nachweisbar bis 2003 oder so und dann war das halt für viele einfach wie ein Freifahrtschein, denke ich. 2017 sind Sie mit Teamkollege Georg Preidler im Team Giant Alpecin gefahren. Vor einem Jahr wurde der des Dopings schuldig gesprochen. Haben Sie davon was mitbekommen? Nee, 2017 habe ich das nicht mitbekommen und das ging wohl auch, also er war auch Teil der Operation Aderlass, die ja über den Biathlon, glaube ich, in Österreich ins Rollen kam. Und genau, ja, Georg war auch dabei, war für mich ein sehr herber Schlag, seitdem, also war einer meiner besten Freunde tatsächlich im Team, war im Giro auch in der ersten, nee. Ich war oft mit ihm auf dem Zimmer, jetzt nicht da beim Giro, aber wir haben auch privat ab und zu was gemacht. Von daher bin ich da ziemlich aus allen Wolken gefallen und war für Das heißt, mich so ein Knackpunkt, da ich gesagt habe, okay, jetzt eigentlich kann man nur sich selbst trauen. Also das hätte ich von ihm nicht gedacht. Und ja, war eine große negative Überraschung. Sie waren so eng und haben wirklich überhaupt nichts, keine Nee. Anzeichen gesehen. Ja, wie ich vorhin gesagt habe, man weiß halt nie, was die Leute zu Hause machen. Und wenn man jetzt wie Georg diese Idee hat, dann probiert man logischerweise, also ich glaube, bei vielen auch früher, wenn man die Geschichten hört von den Fahrern früher, von der Generation Lance Armstrong und so weiter, also da haben ja wirklich Leute sehr detailliert ausgepackt. Da wussten es halt zum Teil nicht mal die Frauen, die mit denen zusammen gewohnt haben. Also das kriegt man als Teamkollege dann nicht mit. Also ich habe da nie mitgekriegt, dass da irgendwie Foulspiel war. Und Aber seine Leistung muss sich ja von heute auf morgen irgendwie verändert haben. Haben Sie das da nicht hinterfragt? also seine Dopingvergehen waren erst, da waren wir nicht mehr Teamkollegen und er hatte dann tatsächlich ein gutes Jahr. Also er war ein Fahrer, der nicht viel Rennen gewonnen hat und hat dann bei der Polenrundfahrt, was ein großes Rennen im Kalender ist, eine World Tour Rundfahrt. Eine Etappe gewonnen. Aber es war nicht so, dass man dachte, okay, der hängt jetzt alle vom Hinterrad ab oder hat jetzt auf einmal die Tour de France gewonnen. Also es war eine Leistungssteigerung, aber eine, die jetzt nicht völlig unerklärbar war. Also jeder hat mal ein gutes Jahr und ich habe mich halt in dem Moment erstmal für ihn gefreut. Und ja, am Ende war es dann so, dass es halt ja wenig Grund zur Freude eigentlich war. Was aber auch, wenn man dazu sagen muss, das Doping, was er gemacht hat, hatte halt nicht mehr den Effekt von diesem Riesenleistungssprung, wie es früher sicherlich war, dass man dann auf einmal wie ein Moped gefahren ist. Er hat das halt gemacht. Das ist eine Technik, was dann halt im Nachhinein rauskam, die ja kleine Mengen Blut abnimmt und vor dem Rennen wieder zugeführt wird. Nach dem Rennen direkt wieder raus, dass halt die Blutwerte nicht verrückt spielen. Und ja, so eine kleine Menge Blut gibt halt so ein bisschen, also wirkt leistungssteigernd, deswegen ist es ja zu Recht auch verboten. Aber man hat auch gesehen, dass es halt so kontrolliert wird, auch dieser Blutpass. Also diese Blutwerte werden immer analysiert und wenn da irgendwas verrückt spielt, wird man halt dann ständig kontrolliert, bis was rauskommt. Wurde Ihnen auch mal was angeboten? Unser Sportlehrer hat uns erst gestern erzählt, dass ihm mit 16 mal was angeboten Mir. wurde. Erst. Nee, ihm. Wollte gerade Sorry. sagen, ich kenne euren Sportlehrer nicht so gut. Nee, also so direkt nicht. Was heißt so direkt? Mal indirekt? Ich hätte natürlich mich bei den richtigen Leuten erkundigen können und mit mehr Nachdruck nachfragen können. Wer Also waren denn die richtigen Leute, bei denen man sich da erkundigen musste? es gibt, man lernt im Radsport sehr viele Leute kennen und natürlich hört man immer wieder, okay, der war mal da und da unterwegs und der weiß das und das. Und ja, wenn man da dann sagt, okay, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen. Wie läuft das so? Also wenn ich jetzt gerade am Anfang meiner Karriere da wirklich mit Nachdruck hinterher gewesen wäre, denke ich, so wie es mit Georg Preidler war. Also der hatte natürlich auch keine anderen Beziehungen als ich. Und
Die Leute, mit denen er dann in Kontakt direkt gekommen ist, die kannte ich nicht. Aber man kann natürlich über fünf Ecken so Leute kennenlernen. Und das ist sicherlich auch nach wie vor so. Ja. Aber es ist, wie gesagt, nicht so, dass nach dem Rennen irgendein Mann mit dunkler Kapuze auf einen zukommt und sagt. Manchmal auch. Ja, also das passiert im Radsport nicht. Herr Geschke, Sie nehmen nicht. Sie nehmen nichts. Nein. Also, was heißt nichts? Auch kein Asthma-Spray? Nein. Auch kein Asthma-Spray. Kurze Erklärung an das Publikum. Asthma-Spray wird von Asthmatikern genutzt, um die Sauerstoffnahme zu erleichtern. Leider bleibt es aber nicht bei den Asthmatikern, sondern machen auch viele Leistungssportler davon Gebrauch. Da ist einfach die Leistung erhöht und Asthma-Spray einfach zu bekommen ist, sagen wir es mal so. Doping scheint aber auch was Gutes zu haben, glaubt man dem Deutschlandchef der Uhrenmarke Festina zumindest. Nach dem Dopingskandal seines Teams 1998 sagte er, wir sind über Nacht zur bekanntesten Uhrenmarke geworden. Die Leute rennen uns die Bude ein. Sind die Athleten nur Mittel zum Zweck oder als Publicity für Sponsoren? Gut, also da, das ist natürlich klar, dass man Mittel zum Zweck ist als Fahrer. Man unterschreibt einen Vertrag und bindet sich dann an alle Sponsoren, also was da jetzt auch kommt. Klar ist man ein Mittel zum Zweck. Also das würde ich sofort unterschreiben. Trotzdem ist, glaube ich, nicht das Ziel des Sponsors jetzt den größten Dopingskandal aller Zeiten zu haben, um billige Werbung zu kriegen. Ich denke, ja. Sicherlich war das so bei Festina, also die sind damit sehr bekannt geworden, leider. Aber ja, das denke ich nicht das Ziel eines Sponsors. Also inzwischen ist es so, dass wirklich jeder Sponsor oder jedes Team langfristig Erfolg haben soll. Und, Ist es problematisch, dass die Teams im Radsport nach ihren Sponsoren genannt werden? na, also das System im Radsport ist halt leider ja, sehr fragil. Also die Sponsorenverträge sind immer nur über ein, zwei Jahre. Oder ja, vielleicht mal auch drei, vier. Aber der Weltverband gibt halt immer nur 2 Jahre oder 3 Jahre die World Tour Lizenz. Die World Tour Lizenz braucht man, um die größten Rennen zu fahren. Und wenn man die nicht hat, braucht man halt Einladungen. Dann hat man quasi eine Lizenz, zweite Liga, nenne ich es jetzt einfach mal. Und dann braucht man schon Einladungen. Und das ist immer so ein bisschen, also jeder Sponsor, der, keine Ahnung, ein paar Millionen jetzt in ein Team steckt, will natürlich dann auch bei der Tour präsent sein. Die Tour de France ist halt das größte Rennen. Und da ist dann schon natürlich ein gewisser Druck da. Also wir hatten es jetzt dieses Jahr bei Cofidis selbst, dass wir fast die World Tour Lizenz verloren haben. Die wird halt alle 3 Jahre, wird das nach Punkten und es ist super kompliziert vergeben. Und da merkt man halt schon ein bisschen, dass natürlich auch der Druck da ist, ja. Das heißt, wäre es besser, wenn sie nicht mehr nach Sponsoren benannt werden würden? Na gut, der Sponsor zahlt natürlich Geld, dass das Team Es Cofidis würde heißt. auf jeden Und, Fall weniger Geld in den Radsport fließen. Würden Sie das in Kauf ja, nehmen? nee. Ich lebe halt davon. Nee, also das System so an sich ist natürlich kein schlechtes. Und ich kann jetzt auch keine gute Alternative sehen, außer Sponsoren, weil irgendwer muss halt den ganzen Zirkus bezahlen. Und die Tour de France-Organisation, die ist jetzt natürlich auch so, dass sie sagt, ja, schön, dass ihr alle kommt und ihr für uns die Show macht. Aber die Fernsehrechte, die fließen halt in die Kasse der ASO. Das ist die Tour de France-Organisation. Und die Teams kriegen davon nichts, obwohl die eigentlich die Leute sind oder auch die Fahrer, die Show machen. Und die Teams müssen sich aber über die Sponsoren finanzieren. Und die Rennveranstalter finanzieren sich halt über Sponsoren auch. Aber halt auch viel über Fernsehrechte, gerade die großen Rennen. Und die UCI will natürlich, also der Weltverband UCI will dann auch immer noch ein Stück vom Kuchen abhaben. Und so ist es halt immer irgendwie ein ewig währender Kampf. Und ganz unten sind halt leider meistens die Fahrer. Es fällt auf, dass viele ehemalige Radfahrer nach Ende ihrer Karriere ein Drogenproblem entwickeln, wie zum Beispiel ihr Vorbild Jan Ullrich, der nach seiner Karriere einen Autounfall mit unter Alkoholeinfluss verursacht hat. Haben Sie denn Angst, dass es Ihnen in 10 Jahren vielleicht genauso geht? Nee. Also Autounfälle kann man natürlich nie ausschließen. Ich glaube aber, dass es kein Drogenproblem entwickelt.
Jan ist ein Idol für mich. Alles, was nach seiner Karriere kam, nehme ich mir jetzt nicht zum Vorbild. Jan ist für mich halt einfach jemand, der halt mein Kindheitsheld war und alles. Was dann klar, dass das halt natürlich alles auf medizinischen Grundlagen basiert hat, wusste ich damals noch nicht mit 12, aber war trotzdem was, was mir meine Kindheit einfach so, ja, ich hatte so Sterne in Augen, wo ich die Tour mit ihm immer gesehen habe. Nee, aber ja, es gibt natürlich Fahrer, die nach ihrer Karriere Probleme haben. Ist aber, also ich weiß nicht, wer der Letzte mit dem Drogenproblem war. Ich kenne sehr viele Fahrer, die ein ganz normales Leben hatten danach. Der Sportsoziologe Professor Dr. Robert Guguzer befasste sich in einem Artikel mit der Sportsucht. Laut ihm überschreiten leidenschaftliche Sportler manchmal die Grenze und aus dieser Leidenschaft wird Zwang. Die sogenannte Sportsucht. Zwang verbindet man ja eigentlich direkt mit etwas Negativem. Ist es überhaupt für einen Leistungssportler oder ist eine Sportsucht nicht auch eher was Positives? Also Sportsucht, alles was mit Sucht zu tun hat, ist glaube ich erstmal negativ auszulegen. Ja, der Beruf ist natürlich auch ein bisschen Zwang. Ich muss auch oft, wenn ich morgens keine Lust habe, sagen, okay, aber es ist jetzt halt wie ins Büro gehen und du musst jetzt deine 5 Stunden im Nebel hier ein bisschen absitzen. Und deswegen glaube ich nicht, dass ich sportsüchtig bin. Es ist mehr halt ein Mittel zum Zweck, weil ich werde halt dafür halt bezahlt vom Team. Das ist ein ganz normales Angestelltenverhältnis, in dem Kennen ich Sie mich jetzt gerade jemanden, den Sie befinde. als sportsüchtig beschreiben würden? Ja, so einige, Wen ja. denn? Ich habe definitiv Bekannte, die das sehr, sehr ernst nehmen, obwohl die halt das eigentlich nur als Hobby machen. Anscheinend kennen auch viele Leute im Publikum sowas. Ja, ich glaube nicht, dass ich nach meiner Karriere sportsüchtig werde. Also ich bin eigentlich tatsächlich überraschenderweise ein sehr fauler Mensch. Also ich sitze auch gerne auf der Couch und mache nichts. Aber wie Aber schaffen Sie es denn dann, wenn es kein Zwang ist, sich immer dieser ständigen Belastung auszusetzen, so ganz freiwillig? naja, es ist ja schon natürlich ein Zwang. Also es ist ein beruflicher Zwang, wie ihr jetzt 12 Jahre in die Schule gehen musstet. Es ist halt nicht jeden Tag, dass man aufwacht und sagt, yeah, sondern es ist halt auch manchmal, na gut, aber es muss jetzt halt sein, ja. Und das ist halt, da kommt der Zwang her, aber ja, also ich freue mich auch jetzt schon auf die Zeit in Bayern, wo ich dann, also ich habe mir das gesagt, dass ich 2024 meine Karriere beenden werde und weil ich jetzt so eigentlich in Stein gemeißelt schon. Und ich freue mich schon auch auf die Zeit danach jetzt, ja. Und ich werde wahrscheinlich mein Leben lang auch Sport machen. Oder ja, nicht ganz mein Leben lang, aber schon auch danach noch ein bisschen Radfahren. Aber sicherlich nicht aus Zwang und wenn ich keine Lust habe, dann fahre ich sicherlich auch nicht. Und womit wollen Sie denn dann aber diesen Bang ersetzen später oder diesen Kick, den Sie dann vielleicht auch immer bekommen dadurch? Also jetzt kann ich mir gar nicht, im Moment kann ich mir nicht mal vorstellen, dass es mir sehr fehlen wird, dieser Kick. Ich genieße es natürlich, Rennen zu fahren, aber auch nicht alle Seiten davon. Also ich bin eigentlich auch ein Mensch, der gern zu Hause ist. Also mir wird dieses Rumgereisen nicht fehlen in dem Ausmaß und mir wird es auch nicht fehlen, jeden Tag aufs Rad zu gehen. Dieses Adrenalin-Rennen zu fahren, boah, das wird mir, glaube ich, schon fehlen. Aber ja, da finde ich schon irgendwie einen Weg. Also vielleicht hier in Freiburg kann man ja sehr schön Mountainbike fahren. Oder ja. Mal gucken. Also, irgendwas wird sich schon finden. Nachdem wir jetzt gefühlt eine sehr lange Ja. Zeit über Radsport Schwierige geredet Fragen haben, heute. sowohl über die positiven als auch die negativen Aspekte, Ja. Herr Geschke, können Sie abschließend einem jungen, talentierten Menschen, Frage für einen Freund, guten Gewissens empfehlen, eine Karriere als Rennradprofi anzustreben? Ja, wie gesagt, ich finde halt, man sollte im Auge behalten, dass man nie den Spaß verliert. Ich habe viele Fahrer auch kennengelernt, die schnell im Leben dann nichts anderes mehr hatten oder halt ja nur noch dieses eine Ziel hatten und dann halt war die Enttäuschung noch größer, wenn es nicht geklappt hat. Ja, also für mich ist immer so ein bisschen die Balance zwischen auch im Privatleben halt noch ein Leben neben dem Radfahren zu haben, weil ich halt denke, das ist ungesund. Aber wenn man die Balance hat, ist es natürlich ein sehr schöner Beruf. Ich werde da die Privilegien jetzt die nächsten 2 Jahre auch noch genießen. Oder ich
werde gerne auf die Zeit zurückblicken. Ich blicke auch gerne auf die Zeit zurück, in der ich damit noch kein Geld verdient habe, sondern es einfach nur aus Spaß gemacht habe. Die war auch sehr schön. Und ja, man lernt halt viele Leute kennen, viele Freunde fürs Leben auch. Und klar, also es ist, ja, ich kann sie eben empfehlen, daran zu Auch Ihren, arbeiten. würden Sie das Ihren späteren Kindern auch so empfehlen, trotz aller gesundheitlichen Gefahren? Ja, doch, also wenn jetzt mein Sohn oder meine Tochter das gerne machen würde, würde ich dahinter stehen, ohne Zwang natürlich. Aber klar, ich würde schon aufklären über das, was es heißt, Radprofi werden zu wollen. Es ist halt nicht so, dass man da ist und ja, jetzt immer nur, dass es immer nur tolle Seiten gibt, aber die gibt es in keinem Beruf. In jeder Branche gibt es, glaube ich, Licht- und Schattenseiten. Und ja, von daher sage ich halt auch immer, Radprofi ist ein Beruf. Im ganz entfernten Sinne ist es ein Beruf wie jeder andere auch. Ja. So, jetzt ist aber mal wirklich Zeit, sich zu bewegen. Das hört sich ja auch schon weihnachtlich an. Morgen in 2 Wochen ist ja schon der erste Advent. Nicht fehlen darf natürlich die Deko. Deswegen dürfen Sie uns jetzt gerade zu unserer Weihnachtsbastelwerkstatt folgen. Herr Geschke, sind Sie denn ein großer Weihnachtsliebhaber? Sie dürfen Nee, gerade ich in unsere bin Mitte kommen. im Dezember in Spanien im Trainingslager. Da kommt nie richtig Weihnachtsstimmung auf, wenn ich ehrlich bin. Wir basteln heute Ja, trotzdem. wir kommen dabei Ihrem Wettkampfcharakter entgegen, denn wir treten gegeneinander an. Ziel ist es, in 5 Minuten den schönsten Weihnachtsengel zu basteln. Hier ein paar Beispiele. Eine besondere Herausforderung ist, dass sich unsere heutigen Bastelutensilien Wir auf warten den noch an gestrigen hier. Schulmüll beschränken. Das dürfte für Sie ja kein Problem sein. Schließlich sind Sie gerade das Gesicht von Freiburgs neuer Müllkampagne, wie wir auch auf dem Poster da bewundern können. Haben Sie denn noch Fragen? Ganz, ganz viele. Learning by doing, will ich nur Ihr habt sagen. bestimmt geübt, oder? Jetzt Und noch mal eine nein, Frage dazu. tatsächlich Ja. nicht. Okay. Ich würde sagen, es geht los, sobald die Musik beginnt. Musik? Also jetzt. Jetzt. Wie wurden Sie denn für die Müllkampagne ausgewählt? Mir hat jemand auf, nee, nicht auf Instagram, einfach eine E-Mail geschrieben, glaube ich. Und ja, ich fand das halt sehr cool. Und ja, an sich war es dann auch, ihr denkt nicht da. Mehrere Sachen konzentriert. War das echt der Müll in Ihrem Gesicht? Ja, das war tatsächlich diese Schnur, um die das gebunden war dann rausgefotoshoppt. Das war echter Müll, ja. Sollte sehr authentisch aussehen. Achten Sie denn zu Hause sehr auf Müllvermeidung? Ja, doch, also so gut es geht halt natürlich. Zu Hause sage ich halt auch immer, der Müll, der in der Tonne landet, ist ja nicht das größte Problem, weil der wird ja normalerweise recycelt. Aber nicht mein Part. Wer bringt denn zu Hause bei Ihnen den Müll raus? Sie oder Ihre Frau? Ich meistens. Basteln Sie gerne? Nee. Also, so wie es aussieht, Herr Geschke, hatten Sie nicht so gute Noten in Kunst. Nee. Ja, naja. Oh, warte. Das heißt, zu Hause übernimmt Ihre Frau die künstlerischen Aufgaben? Ja. Macht sehr gute Silvester immer sehr gute Marzipan. Figur. Freut uns. Weihnachten, ist das für Sie ein Konsumfest oder gemütliches Beisammensein im kleinen Kreis? Beides. Also, ich bin nicht sehr religiös, wenn ich ehrlich bin. Ich genieße Weihnachten auch, einfach das Beisammensein oder einen schönen Abend zu haben. Aber ich finde halt, man soll es jetzt, man muss es nicht unbedingt an einem Datum festmachen. Herr Geschke, haben Sie denn ein Weihnachtsritual? Das Publikum schädigt mir schon ganz schön.
Ja, das war's schon. Sind Sie fertig geworden? Klar, ja. Okay, die Zeit ist eigentlich schon abgelaufen. Mindestens zweiter würde ich sagen. Ah, hier, das hätte ich rausziehen können, ja. So, jetzt wollen wir natürlich auch noch wissen, wer gewonnen hat. Das entscheidet das Publikum durch Klatschen. Ich würde sagen, Lotte beginnt. Ja, also das ist mein Engel mit Körper, Kopf und Flügeln. Dankeschön. Die sind dran. Ja, liebevolle Arbeit. Jetzt von der anderen Seite. Sehr schön. Ich würde sagen, wir haben einen klaren Gewinner. Als kleinen Preis haben wir hier eine Weihnachtskugel, passend zu Ihrer Leidenschaft. Dankeschön. Wir haben tatsächlich einen Baum mit ganz vielen verschiedenen persönlichen Gegenständen. Also so Christbaumkugeln, die Teil unseres Lebens sind. Ein Hund und ein Motorrad und schön. Ein Fahrrad haben wir, glaube ich, noch nicht, oder? Nee. Dann passt das ja genau. Sie sind bestimmt schon durstig geworden. Sie dürfen uns gerne zu unserer Angreifbar folgen. Was möchten Sie denn gerne trinken? Ich würde noch so ein Radler nehmen, tatsächlich. Ich glaube, da würden wir uns auch nochmal. Genau, dann schließen wir uns an. Hier sehen Sie 5 verschiedene Säckchen, die jeweils mit einem Gegenstand gefüllt sind. Sie dürfen sie nacheinander ertasten. Wir fangen, genau. Hier mit dem ersten Gegenstand an. Sie dürfen auch reingreifen. Ah, okay. Spielzeugauto. Richtig. Spielzeug, VW-Bus. Das ging schnell. Ja. Räuber oder Gendarm? Inwiefern? Inwiefern? Wozu fühlen Sie sich Mord so. Mehr zugehörig? Naja, doch eher der Gendarm, würde ich sagen. Ich halte mich schon immer an die Regeln, also auch im Straßenverkehr mit Grauzonen. Ich bin ja Radfahrer. Noch nie betrunken Rad gefahren? Doch, doch, klar. Aber das ja, heißt. Das heißt, Fahrradpolizist wäre, könnten Sie sich vorstellen, nach Karriereende? Ja, schon, ja. Also allgemein würde ich jetzt nicht ausschließen, ja. Welcher Tatort ist denn Ihr Lieblingstatort? Boah, ich gucke ganz wenig Fernsehen. Ah, es gab ja auch den Schwarzwald-Tatort, ne? Ja, ja. Nee, aber ich. Oh, der ist. Aber ich habe noch nie länger als ein paar Minuten Tatort geguckt. Wann haben Sie denn zum letzten Mal gekifft? Tatsächlich auch im Wettkampf verboten. Ja. Aber außerhalb des Wettkampfs habe ich es natürlich auch noch nie gemacht. Ja. Wir hoffen, dass es sich mit der Legalisierung von Cannabis dann auch nicht ändert. Ja, werden wir. Machen wir weiter mit dem zweiten Säckchen. Das ist Kamm, ein Haarkamm mit für dicke und dünne Haare. Zwei Seiten. Das ist tatsächlich ein Bartkamm. Ja, klar. Ja. Sind Sie denn eitel? Ja, ja doch. Ja. Das heißt, Sie brauchen morgens auch lange im Bad? Na, morgens nicht, weil ich gehe meistens morgens aufs Rad. Mhm. Dann eher so nachmittags, wenn ich nochmal verlasse. Kann schon mal ein bisschen länger dauern, ja. Ah, es hält sich in Grenzen, weil ich ja
von Natur aus ganz. Sie sind ja das Bart-Testimonial der Bartpflegelinie Geschke Beard Balm. Mhm. Wie kam es denn dazu? Das kam ganz witzig. Ich bin nach der Tour 2015 bin ich eine Rundfahrt in Belgien gefahren. Und da hat mir eine Frau ihre eigene Bartcreme, die sie selbst für ihren Mann entwickelt hat. Sie war Apothekerin. Und hat mir dazu ihre Nummer gegeben. Ich wusste erstmal nicht, was ich damit anfangen soll. Fand sie aber ganz witzig. Und habe die dann zu Hause auch benutzt und muss sagen, dass ich da echt überzeugt von war. Und ja, dann habe ich mich einfach bei ihr gemeldet, ob die darauf Lust hätte, das vielleicht so ein bisschen größer aufzuziehen. Und da haben wir tatsächlich dann, war gar nicht so einfach. Man muss es dann halt erst quasi das Patent anmelden. Dann muss es getestet werden, bevor man es verkauft. Natürlich, ob die Hautverträglichkeit da ist und so weiter. Also man kann ja nicht einfach irgendwas verkaufen, wo dann Leute Verbrennung oder irgendwas haben. Und dann haben wir 2 Jahre später, konnten wir das dann quasi mit Design und Fotos, und die Boxen mussten ja erst designt werden. Sehen Sie sich gerne als Bartmodel? Ja, das fand ich halt schon witzig, ja definitiv. Ja, aber das hat sich dann, es war halt in so einem kleinen Rahmen, dass wir das dann, als alles ausverkauft war, haben wir dann, also man konnte immer nur in 25 Kilo Schritten das fabrizieren, das sind halt bei 30 Milliliter Gläschen, sind das eine Menge Verpackung. Und ja, wir hatten dann, also wir haben alles verkauft, was auch cool war, aber wir haben jetzt damit kein Geld verdient, es war so plus minus null, weil die Herstellung natürlich auch teuer war. Das heißt, es soll kein zukünftiges Standbein für Sie werden? Nee, ich glaube nicht. Also dafür ist der Markt, glaube ich, auch sehr, sehr groß. Gibt ganz schön viel Bartcremes auf dem Markt, ehrlich gesagt. Wir gehen weiter zum dritten Säckchen. Glaube ich, eine Hundeleine. Ja. Korrekt. Ja, ja. Hält Ihre Frau die Leine kurz oder lang? Kurz genug. Lieber auf den ersten Blick? Da wird aber lange überlegt. Ja. Nee, nicht ganz. Also, es hat eine Weile gedauert. Aber ja, lieber auf den ersten Blick. Ja. War Ihre Frau denn Ihr Groupie? Nee, das nicht. Also, sie ist natürlich, sie kommt ein bisschen aus dem Radsport, also sie ist Journalismus studiert und arbeitet teilweise auch im Radsport, aber nicht nur. Und ja, von daher war da eine kleine Verbindung da, aber jetzt mein Groupie war sie nicht. Gibt es denn überhaupt Groupies bei der Tour de France? Nicht so, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt, aber es gibt sicherlich, ja. Gibt schon so gewisse Fans, ja, die sicherlich, aber ja, Groupies so richtig nicht, ne. Geht es denn bei Ihnen privat auch viel um den Radsport? Ja, so ganz ohne Radsport geht es privat auch nicht. Also auch mit meinen Freunden unterhalte ich mich dann halt dann doch schnell übers Radfahren. Weil ich natürlich auch, also ich habe jetzt nicht nur radfahrende Freunde, aber viele, die das natürlich auch als Fan dann verfolgen und so. Aber ich bin auch immer ganz froh, wenn es mal nicht ums Radfahren geht. Also ich genieße es auch mal, Gespräche über andere Sachen zu führen. Weil ja, weil ich vorher angesprochen habe, mit der Balance, ich glaube, es ist halt nie gut, wenn man im Leben nur diese eine Sache hat. Und dann, ja, haben wir vorhin auch drüber geredet, dass man dann halt sonst nach der Karriere in so ein Loch fällt, weil halt auf einmal das nicht mehr da ist in dem Maß, wie man es kennt. Und ja, ich glaube, da braucht man im Leben halt auch einfach ein paar andere Sachen noch. Ihr Hund ist ja eine erwiesene Qualzucht. Wie legitimieren Sie denn das? Ich muss sagen, ich würde so einen Hund nicht nochmal kaufen. Das haben wir leider, ja, wir fanden den halt so süß, dass wir den unbedingt haben wollten. Und es kam erst so ein bisschen die Einsicht, leider, als er schon da war. Wir haben ihn jetzt auch dann operieren lassen, dass er besser Luft kriegt. Hat davor auch gut Luft gekriegt. Wir haben auch einen frei atmenden
Also es gibt noch Frenchies, die eine noch kürzere Nase haben. Also er hat schon frei geatmet, er hat nicht so geschnarcht und so. Und ja, wir haben dann nochmal eine OP gemacht, wo die Nase ein bisschen geweitet wurde. Jetzt ist er quasi getuned. Und ich glaube, ihm geht es sehr gut. Aber ja, also ich bin eigentlich auch kein Fan. Das nächste Mal gehen wir ins Tierheim. Also mir tut es jetzt im Nachhinein auch sehr leid, dass wir dass die diesen Markt da so unterstützt haben. Und ja, die Tierzucht an sich sollte man nicht unterstützen. Wir haben es trotzdem gemacht, ja. Wollen Sie denn Ihr Rudel in Zukunft vergrößern? Mit einem anderen Hund nicht. Auch vielleicht mit Kindern? Mit Kindern erstmal auch nicht. Ich habe immer gesagt, dass ich darauf gerne warte, bis ich nicht mehr Rad fahre, einfach weil ich dann, ja, das Primärziel ist eigentlich, dass ich nach der Karriere mehr zu Hause bin. Und klar, wenn es jetzt so weit wäre, wäre es nicht schlimm. Also ich bin jetzt in dem Alter, wo es Zeit wird eigentlich. Meine Frau noch nicht ganz. Also wir können schon noch ein paar Jahre warten und das machen wir auch. Und ja, dann nehmen wir es, wie es kommt. So, dann gehen wir noch weiter. Hier bitte sehr. Ah, doch. Eine Sanduhr. Perfekt. Team Carpe Diem, lebe den Tag oder Team Müßiggang? Nutze den Tag, sorry. Also gerne Carpe Diem. Ist aber kein Lebensmotto. Also manche Tage muss man halt auch einfach produktiv sein. Und die Tage, die mir immer mehr Spaß machen, ist natürlich die Tage, wenn ich jetzt frei habe oder so, gerade vom Rennen komme, die ich so in den Tag reinnehmen kann. Was machen Sie denn in Ihrer Freizeit? Ja, verbringe gern viel Zeit mit meiner Qualzucht. Spiel Gitarre, mache ich ganz gerne so, ist einfach entspannt. Bin halt in der Freizeit nicht so aktiv. Also am Ruhetag gehe ich dann schon ab und zu auch mal mit dem Hund laufen, aber meistens dann doch eher nicht. Ja, Auf der Gitarre sonst können Sie da gut improvisieren. geht so. Also Aber schon, ja, doch, ja, ein ja, bisschen. trauen Sie sich, was zu spielen? Ihr habt sicherlich keine Gitarre für mich Wir hier. haben Wir tatsächlich eine haben Gitarre für tatsächlich Sie, ja. sowohl eine Gitarre als auch eine Ukulele. Nee, ich habe recht, weil ich bin Linkshänder. Oh. Und das heißt, Oh. die Saiten sind komplett andersrum. Und mit der Ich Ukulele? kann. Ich Mit kann. einer Ukulele? Gleiche Problem. Ah, Mist. Ja, schlecht recherchiert, Mädels. Egal. Ich kann aber Das ist uns tatsächlich, aber entgangen. es ist halt tatsächlich so, wie wenn man mit der anderen Hand schreiben muss. Also es ist leider, ich kann ja nicht mein volles Potenzial jetzt hier. Da geht's schon los. Zwei Akkorde, aber das ist. Sag, man muss halt, ich halte die halt eigentlich so. Also nee. Trotzdem vielen Dank für das kleine Konzert. Mit zunehmendem Alter läuft ja auch Ihre Zeit als Leistungssportler ab. Was haben Sie denn danach vor? Ja, jetzt so ganz klare Ziele habe ich noch nicht. Ich kann einige Sachen ausschließen. Sportlicher Leiter ist halt ein Job, der Weg dahin ist als Ex-Profi der einfachste. Also man in dem Team, in dem man gerade ist, fragt man halt, ey, kann ich nächstes Jahr einfach im Auto sitzen und über den Funk reden? Darauf bin ich nicht so scharf, weil da macht man eigentlich dasselbe, ist eher noch öfter weg. Wenn man zu Hause ist, fällt halt dann das Training weg. Das heißt, man hat ein bisschen einen Tick mehr Zeit, wenn man zu Hause ist, aber man ist dann trotzdem 200 Tage im Jahr unterwegs und das will ich halt nicht. Und also ich denke, grob werde ich schon im Sport bleiben, weil das ist halt das, wo man quasi seine Ausbildung hat und man hat halt auch einfach, als Ex-Profi hat man halt einen gewissen Namen, man ist bekannt im Sport. Was jetzt komplett anders wäre, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte jetzt, weiß ich nicht,
eine Dachdeckerfirma oder so machen, wo man dann in einen Ausbildungsbetrieb kommt und die sagen, okay, bist halt Ende 30 und hast keine Berufserfahrung, was willst du eigentlich hier? Ja. Aber Angst vor der Zukunft haben Sie nicht? Nee, also es ist, glaube ich, eine gesunde Nervosität. Also wie gesagt, ich freue mich auch auf die Zeit und dann auch wirklich was Neues zu machen. Ja, nee, Angst würde ich nicht nennen. Also ich habe auch immer gesagt, die Türen werden sich öffnen, wenn es soweit ist. Und ja, wenn man seine Karriere beendet, ist halt dann auch so, dass sich im Sport dann schon Türen öffnen. Die Fahrradbranche ist sehr groß, nicht nur im Profisport, sondern Breitensport ist ja sehr beliebt, Radfahren. Viele machen es einfach, um fit zu bleiben. Und ja, da sind viele Branchen dann halt auch, ja, haben dann Jobs für ehemalige Radfahrer. Und Angst vor Verletzungen auf den letzten Metern? Immer, ja. Also es gibt Situationen im Rennen, die sind einfach gefährlich und man kann sich halt auch nicht immer raushalten und man kann auch stürzen an der letzten Position des Feldes. Also ja, die Angst fährt immer ein bisschen mit. Auch im Training man fährt ja im offenen Verkehr. Ja, hoffen wir mal, dass wir in den letzten 2 Jahren noch heil bleiben. Wie haben Sie es denn geschafft, nach Ihren Verletzungen immer wieder aufzustehen? Ich war nie so richtig schwer verletzt. Ich habe schon viele Knochenbrüche gehabt, aber immer was keine langfristigen Rehabilitationen. Ja, hat nie lange gedauert. Also ich saß nach einer Schlüsselbein-OP manchmal schon 3 Tage später wieder auf der Rolle und dann eine Woche später wieder auf der Straße draußen. Also hatte ich auch Hatte, mal gute hatten Sie Stimmung. niemals das Gefühl, dass dann mit dieser Verletzung Karriereende bedeutet? Nee, mit so einer Verletzung nicht. Also Okay. Schlüsselbein ist wirklich sowas, das gehört leider echt dazu. Also da gibt es so viel Fahrer. Wenn es nur angebrochen ist, sind auch schon Fahrer die Tour zu Ende gefahren. Kommt dann, oder ja. Also es ist ja eine sehr, ja, eine Verletzung, die fast schon dazugehört, ja. So, dann sind wir auch schon beim letzten Säckchen. Bis jetzt alles richtig gemacht. Ist jetzt alles richtig? Nagelfeile. Richtig. In welchem Aspekt Ihres Lebens feilen Sie denn noch? Meine Gitarrenskills. Schon, die waren schon sehr gut. Ja, ich denke, man entwickelt sich immer weiter. Schon vieles, weil ich noch ein bisschen, ich will noch, ich war in einem französischen Team, habe noch das Ziel, dass ich wirklich ich fahre jetzt da schon seit 2 Jahren und fahre jetzt die nächsten 2 Jahre auch noch da und ich lerne jetzt gerade jeden Tag Französisch einfach das Ziel ist halt, dass ich dann nach den 4 Jahren in dem Team wirklich, ja vielleicht nicht perfekt, aber dass ich Französisch halt relativ easy sprechen kann, was jetzt im Moment noch nicht so der Fall ist. Aber ich bin auf einem ganz guten Weg. Das habe ich mir noch so als Ziel gesetzt. Könnte Lotte eine gute Lehrerin sein? Wahrscheinlich, ja. Erinnert Sie denn die Nagelfeile an irgendetwas? Aha. Erzählen Sie doch mal. Ja, also das werde ich immer mit letztem Jahr, mit meinem Quarantäneaufenthalt in Tokio verbinden. Es war sehr, sehr komisch in dem Hotel. Also es war wirklich. Hatten halt nur Plastikbesteck und auch keine Plastikmesser. Und das Essen war halt sehr, sehr basic. Und für mich als Veganer war es halt super schwer da. Also ich habe die ersten 3 Tage nur eigentlich nur Reis gegessen. Ist mir noch nie passiert, dass ich nach der Tour nochmal abgenommen habe. Und ich habe dann über ein DOSB habe ich eine Essenslieferung bekommen, was auch sehr schwer war. Also man konnte sich da nicht einfach mit der Lieferando-App irgendwie was liefern lassen. Die haben das komplette Gebäude komplett abgeriegelt. Lieferungen mussten angemeldet werden, man musste ein Formular ausfüllen, wie man mit dem, der dieses Paket abgibt, in Verbindung steht. Dann wurde es erst aufgemacht und durchsucht nach. Wir durften keine Messer haben, die hatten Angst vor Selbstmorden. Die Fenster waren verriegelt, also dass keiner rausspringen kann. Und ja, es war schon alles sehr, sehr komisch. Und dann habe ich tatsächlich ja, eine Essenslieferung bekommen und musste dann meine Nagelfeile als Messer. Mit wem hätten Sie denn gerne die Zeit in diesem Hotel verbracht? Also selbst jemand, also ich bin auch ganz gerne alleine, ist für mich auch kein Problem, aber
Nach 3 Tagen war es dann schon ganz schön zäh. Ja. Ja, ne, also am liebsten hätte ich meine Frau da gehabt. Oder meinen Hund. Oder beide. Beide. Brennt Ihnen denn heute Abend noch was unter den Nägeln? Was ich loswerden Ja. möchte noch. Ja. Nö, soweit nicht, ja. Dann bedanken wir uns bei Ihnen ganz herzlich für den Ja. schönen Abend, Danke. dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere Fragen zu beantworten. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn Sie noch auf unserer Angreifbar unterschreiben würden. Können Sie Dürfen gerade Sie mal gerade mit mit nach uns vorne nach vorne kommen? kommen? Ah ja. Schön. Als kleines Dankeschön haben wir noch etwas für Sie. Zum einen haben wir gehört, dass Sie in Ihrer Off-Season gerne ein helles Augustiner trinken. Da haben wir was. Dankeschön. Bitte sehr. Ihr Hund soll bei diesem Gespräch natürlich auch nicht zu kurz kommen und uns verzeihen, dass Sie hier heute Abend bei uns waren und nicht bei ihm auf dem Sofa. Deswegen haben wir einen kleinen Geschke-Korb für Sie, Da würde er sich freuen. stellvertretend für Dankeschön. Jimmy. Unser Sponsor, die Badische Zeitung, hat diese Woche auch noch ein Spiel rausgebracht, was Sie Ihnen auch gerne überreichen würden. Schwarzwald, fertig, los! Dankeschön. Bitte, gerne, viel Vergnügen. Das sieht interessant aus. Ohne unsere Sponsoren wäre dieser Abend natürlich nicht möglich gewesen. Vielen Dank an Den SC Freiburg, das SWR-Studio Freiburg, Musik Bertram, die Stiftung für die Bürgerschaft Sparkasse Freiburg, den Weinberg, das Parkhotel Post, die Buchhandlung Jus Fritz die Freunde des Bottrop-Gymnasiums. und die Badische Zeitung. Sie sind natürlich auch herzlich zu unseren nächsten Gesprächen eingeladen. Am 20.12. kommt der Kabarettist Florian Schröder zu uns, so nachgefragt. Und am 9.1. bekommen wir fast Bundeskanzler Armin Laschet zu Gast. Wir wollen uns auch noch ganz herzlich bei der Technik bedanken, die in den letzten paar Wochen hier sehr viel aufgebaut hat. Und natürlich bei Ihnen, liebes Publikum, und alle, die online dabei waren. Über Spenden am Ausgang würden wir uns natürlich auch freuen. Vielen Dank und schönen Abend. Thank you.